Was bleibt bitte? Herzlich willkommen auf 999-SIT. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Video. So, wir gucken uns das Video an. Das Jahrhunderttalent Sinan Kurt. Morddrohungen, Verletzungen und Helikopterausflüge. Sinan galt als eins der größten Talente, keine Ahnung was, mit 16 oder sowas. Ist er, glaube ich, zu Bayern gewechselt. Ich habe auch mit ihm zusammengespielt. Deswegen bin ich mal Jahrhunderttalent. Okay, das ist wirklich was. Ich bin mal sehr gespannt, was Sinan da erzählt. Also ich spiele auch sehr gut mit Sinan. Damit besiegen wir. Also seht ihr mal, so wie schnell so eine Karriere als einer, pass auf, in dem Video 50 Mal Bruder von Sinan, Vorwarnung. Ich weiß doch, Bruder. Deine Stimme ist richtig hoch. Wie schnell es gehen kann, dass du eins der größten Talente bist, in jungem Alter zu Bayern wechselst, zu 3 Jahre später nichts mehr. Also das ist crazy. Bin mal gespannt. Vierte, achte auch so, ne, vierte spielt der zweite, dritte Liga, das ist ja völlig entspannt. Ich glaube, zweite spielt er, ne? Weißt du, alles gut? Guardiola will dich haben und dann ist Trainer zu unserem Athletiktrainer, der uns warm gemacht hat, ist gekommen und hat gesagt, mach Sinan warm, kommt rein. Abschlussspiel, jemand fällt halt auf meinen Fuß, Bruder, ich falle in die andere Richtung, ich höre nur so. Stimmt, Sinan hat auch Knöchel. Sinismose. Sinan hat auch Knöchel. Sogar einmal in Mallorca, als ich mit ihm war, hat er sich auch verletzt. Ich war mit ihm im Zimmer, glaube ich sogar. Mose war schon angerissen und 3 Außenbänder gerissen. 3 Außenbänder. Das ist, was ich gerade fast habe. So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal Storytime mit Bilo. Heute jemanden bei mir, wo ich sehr, sehr, sehr gespannt bin. Ich kann jetzt schon mal sagen, geile Qualität. Hab auch mit dem Jungen zusammengespielt. Mit Vitaweight Placement. Yes! Sinan Kurt. Ich glaube, hat sehr, sehr wenig überhaupt über seine Karriere gesprochen bisher, oder? Ja, nicht viel. Ja, ich freue mich, dass du da bist überhaupt, generell, dass du mitmachst. Sehr, sehr lieb. Und ich weiß nicht, hast du schon mal... Wisst ihr, was ekelhaft ist? Dieser verschleimte scheiß Pullover um seine Schultern. Und dann leg den Scheiß hinter dir. Du Arschloch. Hier ist kein Mädchen, mit dem du redest. 1-2 Videos ein bisschen geguckt. Ich hab also so ein bisschen dieses Format so ein bisschen verfolgt. Ja, hab ich. Genau, wir reden über dich, über deine Karriere. Das, was du bis jetzt erreicht hast, wo du jetzt bist, was passiert ist und alles drum und dran. Also so ein bisschen ein Paket von dir, von deiner Karriere. Ja, gerne. Ich würde sagen, du stellst dich ganz kurz mal vor, wie alt du herkommst und wo du dann angefangen hast mit Fußballspielen, wie du dazu gekommen bist. Ja, Bella, danke für dein. 26 Jahre alt, Mönchengladbach geboren, habe mit 5-6 Jahren angefangen Fußball zu spielen in so einem kleinen Verein, SV Dor. Bin dann angefangen Fußball geboren. Gekommen bist. Ja, ich bin Sinan Kurt, 26 Jahre alt, Mönchengladbach geboren. Hab mit 5-6 Jahren angefangen Fußball zu spielen in so einem kleinen Verein, SV Dor. So. Bin dann später noch zu einem anderen Verein in Gladbach, zu Reiterspielverein gewechselt. Mhm. So. Und dann durch ein Schulturnier, kennst du diese Drumburg Cup? Leute. Von das gibt's Schule. Auch in Gladbach? Ja, das Bruder. Auch. Ich kenn's auch aus Berlin. Ja, ich glaube, das gibt's in ganz Deutschland. Ja, durch dieses Turnier mit der Schule. Da hat sich jemand entdeckt? Bruder, ist krass, wow. Ja. Okay. Ja, bin ich in so ein Talentförderungstraining gekommen, Bruder. Bruder. Durch ein Schulturnier? Ja. Da höre ich zum ersten Mal. Wir haben diese Drumburg Cup gewonnen. Ich bin bester Spieler bei diesem Turnier geworden. Mhm. Und dann gab es früher so Talentförderungstraining und sowas. Okay. Dann bin ich da hingegangen. Das hat damals Roland Wirkus gemacht, der ist ja jetzt Sportdirektor bei Borussia. Ja, da bin ich dann dahin gekommen. Da habe ich ein Jahr dieses Talentförderungstraining da mitgemacht, habe aber noch beim Reiterspielverein gespielt. Okay, das war dein zweiter Verein? Genau. Reiterspielverein? Reiterspielverein. Ah, auch so ein kleiner Verein. Verein, ja. Okay, also die Männer spielen jetzt nicht irgendwie... Nein, ich glaube Jugend gibt es gar nicht mehr und so. Okay. So diese. Und dann wollten die mich immer zu Gladbach holen, aber ich habe so mit meinem Freund beim Reiterspielverein gekickt und ich wollte einfach noch nicht weg, weißt du. Mhm. Ich wollte mit meinen Kollegen spielen und so, hat okay. Voll auf Spaß und so, weißt du. Ja, ja. So, weißt du, die haben immer wieder so, ja, schon so nachgehakt. Ja, genau. Und, so. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, ja, okay, weil auch viele dann von diesem Verein, von meinen Kollegen weggegangen sind, mhm. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich das. Haben die dann, also sind dann mehrere Spieler so aus der Region in diesem Talente-Fördertraining gewesen? Weil du meintest, du bist... Ja doch, er ist 96er, ist die dann. Also 2 Jahre älter als ich.
Und ja, war schon lustig mit ihm auf jeden Fall. War sehr lustig mit ihm, die Zeit bei Hertha. Durch die Schule, dort in dieses Talentetraining gekommen. Ich bin gespannt, ob er was über uns erzählt. Durch diesen Drumbo-Cup, so weißt du, das war ja, das ist ja so ein Stadt von den Schulen aus der aus München-Gladbach so. Mhm. Da wurden dann halt so ein paar Spieler zu diesem Talentförderungstraining gerufen, aber auch von woanders her und sowas. Du weißt, Gladbach, die holen auch, versuchen auch von woanders dann noch so junge Spieler zu holen. Und dadurch bin ich dann in dieses Training reingekommen, was einmal in der Woche war. In der U12 bin ich dann rübergegangen mit 11 Jahren. Schon relativ auch spät. Schon sehr, ja. Oder? Ich finde es spät. Oder geht, ja. Geht eigentlich, oder? U12, 11 Jahre. Weißt du, warum ich das sage? Weil ich schon mit 4 ja, bei Hertha angefangen habe, bei den halt Bubis. Das ist halt krass. Das halt, aber das ist selten, Bruder. Okay, du hast recht. Weißt du, das ist schon so selten. So. Aber da war nichts mit dem... Der hat bei Guardiola trainiert. Nein, gar nicht. Weißt du, manchmal auch in kleinen Vereinen, die wollen dann eine kleine Ablöse. Das ist wirklich manchmal so. Nee, da war gar nichts mit Geld oder so. Also okay. Da war gar kein Gedanke oder so, von mir auch nicht. So, also. Das war so ein Ding mäßig, so fast Musiala-mäßig zu Bayern gekommen. So ein Wechsel, so Jude Bellingham zu Dortmund. So in dem Alter, 16, für Millionen zu Bayern. Oder? War doch Millionen. 3 Millionen oder so? 5, 16, 17, irgendwie so. 3 Millionen. Das ist crazy. Guardiola wollte noch, ja. Wie war der Unterschied von dem kleineren Verein zu Gladbach? Ich glaube, es ist ein Riesenschritt. Also merkt man, also ja, sagen, hast du gemerkt, dass keiner jung das ist ja schon so, schon noch so krass, du bist noch so krass jung, so du spielst ja, damals war das noch richtig viel, besonders weil da kam es auch gerade erst, dass man so junge Talente so gefördert hat und sowas. Und da schon, dass er so gut war, dass ein 16-jähriger Spieler da gekauft wird und so, ist schon crazy. Nur Fußball so mit Spaß und sowas, weißt du, da ist noch gar nicht so dieser Gedanke, du lernst taktisches Verhalten oder sowas, das ist noch gar nicht so drin, deshalb... Mittlerweile ist ja normal, dass man für irgendwelche Jungen richtig viel bezahlt, ist ja normal, früher war das nicht normal. Man hat schon gemerkt, dass da klar ein anderes Niveau ist und sowas, aber so in dem Alter, ich habe mich da relativ schnell auch angepasst und es war eigentlich kein Problem. Aber so Training und sowas bestimmt öfter gewesen? Ja, oder? Ja, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht genau, ja. Aber wir hatten auf jeden Fall öfter Training als jetzt in dem anderen. Er ist Türke. Warst du Land und Sportschule oder so ganz normale Schule? Wir haben ihn immer Simon genannt. Ich war. Also, weißt du, wenn man so in der Sportschule ist, manche haben dann sogar noch Frühstraining. Ja, nee, das war bei mir nicht. Ich war auf einer ganz normalen Schule. Ab wann würdest du sagen, hast du gemerkt für dich selber, so, ich meine, du warst ja ein riesiges Talent, brauchen wir ja sogar vielleicht das Größte, sagen wir mal, in Deutschland. Und kann man ehrlich sagen. Ich sag sowas nicht gerne. Ja, aber kann man so sagen. Ja. 96er Jahrgang, Bilo auch eins der größten, Sinan und wisst ja, wer noch so gibt. So, es gibt ja Timo Werner, Leroy Sané, Jonathan Tah, keine Ahnung wie noch alles. Und die waren alle über dem, die beiden da, die da sitzen. Und wann hast du gemerkt so, dass du wirklich so auch von den anderen so, sag ich jetzt mal, heraussticht, sag ich jetzt mal? Oder ich sag dir ganz ehrlich, relativ spät. Ehrlich, ja? Also ich würde so sagen, so jungen Jahrgang U17 habe ich so gemerkt. So. Aber du warst ja auch Nazi. Damit ihr Bescheid wisst, Leute, ich habe mit Sinan zusammengespielt. Ja, in der U15. Nazi, oder was? Und wir haben uns, glaube ich, seitdem auch nicht mehr gesehen, muss ich ehrlich sagen, glaube ich. Kann sein, U15 haben wir in der Nazi zusammengespielt. Ja, da haben wir zusammengespielt, da hat das so, Bruder, das war schon, du weißt ja selber, das war krass, so, Bruder, erst mal so vor Fans spielen und so, diese kleinen Kinder kommen, Bruder, Haben wir dafür Autogramme und sowas, so, wir kannten das ja gar nicht, so, weißt du, war schon heftig, ja, U15 habe ich das erste Mal Nationalmannschaft gespielt. Ich meine, du warst ja vielleicht, ich will dich gar nicht unterbrechen, waren da noch andere von Gladbach, die auch bei der Nazi waren, von dir, oder warst du der Einzige? Ich glaube sogar, du warst der Einzige, ne? Kann sein, dass ich der Einzige da war. Ich weiß es nicht mehr genau, Bruder. Okay. Ja, da habe ich dann schon so langsam gemerkt, okay, ich schaff's schon so in die Nationalmannschaft. So, so da ist schon was, so, weißt du, man sticht schon so ein bisschen heraus. Das war auch so bei uns. Aber so wirklich gemerkt, so, dass es gut läuft und dass wirklich ich auch gut Fortschritte mache, war eigentlich so U17. U17 Bundesliga war? Ja, Jungjahrgang U17. Ich habe ja kein U16 gespielt, ich bin direkt von U15 in U17 rein. Ach so, also mit einem. Ich übrigens auch. Ich glaube, Bilo auch. Jordan auch so zum Beispiel. Aber da war immer schwer, so bei den Älteren zu spielen. Also ich habe da kaum gespielt, ich habe mich da auch verletzt, das erste Mal mit meinem Knöchel. Die Älteren. Da ging es los, mein Knöchel. Genau, mit einer Älteren und da habe ich dann schon Stamm gespielt und sowas. Und ja, und dann habe ich so schon gemerkt. Auch Tore und so, ich habe glaube ich so ein paar Videos von dir gesehen. Ja, Bruder, also U17 war schon heftig. Ich glaube, ich habe irgendwie in 52 U17 Spielen 52 Scorer gehabt. Also es war schon, ja, Bruder, war schon heftig. Also da lief schon krass so. Wirklich, als Linksaußen. War schon da habe ich ja immer außen gespielt. Hast du nicht rechts gespielt? Nein, Bruder, bei Gladbach habe ich immer links außen gespielt. Okay, krass. Ja.
Ich bin erst dann später so auf diese Rechtsaußen gekommen mit reinziehen und ja, sowas, genau. Ist erst später gekommen. Aber ja, da lief dann schon richtig gut in der U17. Ja, und dann U19, erstes Jahr U19 war ich ja dann noch bei Gladbach. Und Kohle? Der Bre immer noch so von sich überzeugt, Hilfe. Hä? Das erzählt einfach nur, wie es früher war. Und das ist ein Fact, die seine, einfach seine Gefühle, als er Nazi und sowas kommt, dann denkt man natürlich, das war auch bei mir so. Und außerdem als Fußballer, wenn du kein Selbstbewusstsein hast, dann wird das nichts. So, ich denke auch, ich bin der beste Spieler der Welt gefühlt. wenn du deinen eigenen Fähigkeiten nicht vertraust, dann kackst du dir ein. Was willst du machen, wenn Zuschauer da sind, 50.000 oder sowas? Deswegen als Fußballer brauchst du Selbstvertrauen, du musst wissen, wer du bist, du musst wissen, was du kannst, du musst wissen, was du nicht kannst. Und ohne sowas geht gar nichts. Hast du da schon einen Vertrag gehabt? Bruder, ich habe U15 meinen ersten Vertrag unterschrieben. Aber es war ganz normaler Vertrag? Ja, so ganz so. Was also nicht jetzt irgendwie, weißt du, so, manche haben schon direkt einen Vertrag, so 3 Jahre plus 2 Jahre Profi. Nein, also nein, nein. Also Option so nein, oder sowas? Nein, das gar nicht. Also ganz normaler Amateurvertrag, sag ich jetzt mal. Ja, so einen ganz normalen Jugendvertrag. So ja, diese. Okay. So auch jetzt nicht irgendwie krass viel Geld. Damals war heftig, Bruder, ja. Weil du bist 14 Jahre alt, du verdienst irgendwie 300-400 Euro. Ja, ich dachte auch, ich bin der reichste Mensch der Welt. Ich habe so ausgerechnet, ich verdiene 20 Euro pro Tag so irgendwann und so. So habe ich alles mal gerechnet. ich habe versucht, euch einfach so in die Lage von den Spielern zu versetzen. So Sinan, eins der größten Talente, mit 14, 15, wie sich das sowas entwickelt, dass du eins der größten bist. Und dann die Situation, wenn er dort ist, bei Bayern, wie er dort behandelt wird, wie, ich habe selber nicht gegründet, ich kenne seine Story nicht genau, wie es dann abklingt, also wie es dann dazu kam, dass es, oder wie schnell es ging, dass er nicht mehr so krass angesehen war. Das wird, da bin ich mal gespannt. Monat, Bruder, du kannst dir krasse Sachen damit holen, weißt du? So, das war richtig viel Geld für einen in dem Alter auf jeden Fall. 100% überlegt mal die anderen in der Schule. Ja. Du erzählst, du hast aber bestimmt gemerkt in der Schule und sowas, bestimmt, wo dann auch U15, U16 und Nazi und sowas alles kam. Safe. Dass ich auch ein bisschen so Umfeld und sowas. Oder auch Anerkennung, sag ich jetzt mal. Was oder? Heißt Anerkennung? Aber man hat auch, also viele haben natürlich dann auch in der Schule so nachgefragt und so, bla bla bla. Und ja, ich war aber immer, ich bin so, was das angeht, ja, immer sehr zurückhaltend, sehr schüchtern, ich rede nicht so gerne. Lukas, danke für drei. Und ja, es war schon krass, so auf Nazi zu spielen, ist das höchste. Ja, es ist das höchste in Deutschland, ja. So, weißt du, was ich meine? So, es war schon krass. So also du bist in einer kleinen Auswahl von so vielen in Deutschland. Guck mal, wie viele waren. Ich war richtig stolz auf sich. Ich war bei Nazi und denkst du so, du hast dich gegen so viele schon bei Berlin. Ich dachte mir schon, ich war schon happy, als ich in Berlin U12 Auswahl war. U12, da bin ich Grundschule gewesen. Daniel, danke für drei. In der Top 30 von Berlin in meinem Jahrgang. Das fand ich schon crazy. Und dann habe ich noch Stamm gespielt. Hieß, ich war so Top 11 mäßig. Oder Top 8 oder so, damals war es noch Kleinfeld. Dann wird man älter, man ist U15, man ist Top 400 in Deutschland oder so. Allein, dass man im Kreis ist von Nationen. So. So war es immer und dann immer weiter wird er gefiltert, dann bist du immer höher, wirst immer älter, wo man auch sieht, wie der Spieler sich entwickelt. Und dann bist du in der Top, Digga, U19 spiele ich Stamm-Europameisterschaft. Heißt, ich bin Top 11 in Deutschland in meinem Jahrgang. Und dann denkt man sich so, durch was man sich alles durchsetzt und so. Und wie unwahrscheinlich sowas ist. Aber ja, sowas realisiert man irgendwie nicht so wirklich, wenn man dabei ist. Ich spiele kein Monopoly, lass mich in Ruhe. Nationalspieler werden, Bruder, war schon heftig, Bruder. Hat auch richtig Spaß gemacht. Und ja, dann U19, erste Jahr war ich noch bei Gladbach. Und dann bin ich mit 18, ich bin gerade 18 geworden, bin ich dann nach München gewechselt. Da müssen wir ganz kurz mal einen Cut machen und müssen wir alles mal. Da will ich einiges von dir wissen. Also, wie kam das zustande? Wer kam da auf dich zu? Da gibt es ja viel, glaube ich, auch drumherum zu erzählen. Ja, Bruder, das ist eine lange Story. Wo fange ich am besten an? Bruder, du weißt ja, Matthias Sammer war beim DFB. Muggelchat aus. Muggels Ruhe, Subchat an. B. Genau. Und ist dann nach München gegangen. Und so kam, glaube ich, so der erste Kontakt zustande über Matthias Sammer. Und meinen Beratern, dass so Interesse da ist. Ja, aber das war schon, also so damals war krass so. FC Bayern Subs macht alle Schutzzauber ums Schloss herum, dass keine Muggels reinkommen. Alter. Für die Profis, Bruder, weißt du, du kannst noch ein Jahr U19 spielen. Stimmt, stopp mal, das war sogar für die Profis direkt. Ja, also du kannst noch ein Jahr U19 spielen, Bruder, weißt du, was ich meine? Das ist so krass und wenn du dann so hörst, ja, ein Pep Guardiola will ich haben. Und
Oh mein so, Gott. Weißt du, so, das ist dann schon heftig. Wir brauchen so ein Ding, ein Emote eigentlich, ja, Zauberstab. Ich hab, was ich auch sagen muss, ich habe sehr lange darüber überlegt, ob ich das mache. Weil ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich in Gladbach nicht wohlgefühlt habe oder so. Mhm. Die haben auch, du weißt ja auch, wie das ist ja alles top da bei Gladbach, oder? Da, die Jugend ist überragend, die kümmern sich, das ist alles gut. So, man hat das cool. Ich war ja auch da schon integriert zu den Profis. Ich habe ja relativ früh schon mit den Profis dann auch schon mittrainiert. Ich glaube, ich war 16, wo ich das erstmal mit den Profis mittrainiert habe, was auch schon sehr jung ist. 17 mit Profis im Training ist crazy. In meinen Augen vielleicht sogar ein bisschen zu jung, weißt du, was ich meine? Aber mittlerweile jetzt ist ja andere Zeit, weißt du, oder früher war das anders. Ja. Manche sind mit 22, 23 erst Profi geworden, so damals, Bruder. Ja. Jetzt ist ja mittlerweile mit 15, du musst schon Stammspieler Bundesliga sein. So, weißt du, aber damals crazy. War das halt noch ganz anders, war schon krass früh für mich so. Ja, aber wie gesagt, früher gab es halt sowas nicht, dass so junge Spieler so richtig früh abgekauft werden, früh hochgezogen wird und so, da muss man schon richtig rausstechen. Du hast immer noch den gleichen Vertrag gehabt. Ich hatte immer noch den gleichen Vertrag, ja. Und ich war in Verhandlungen mit Gladbach über einen neuen Vertrag. Aber dann direkt Profi, oder? Ja, ein Profivertrag. Also stand so, oder? Genau, ja, also ich hätte schon einen Profivertrag unterschrieben. So, das war so Stand der Dinge, die wollten unbedingt mit mir verlängern. Mhm. Und in der Zeit hat halt der FC Bayern sich gemeldet, dass sie aber auch Interesse an mir haben. Boah, ich will gar nicht wissen, wie es da in dir, was da in dir vorgeht. Überleg mal, dein Verein, wo du ausgebildet wirst, wo du dich auch wohlfühlst, will den Profivertrag geben. Ja. Und dann kommt einfach Bayern München, so auch einer der größten Vereine der Welt auch. Ja. Und LeBron James angefällt. Und sagt hier, Pep Guardiola. Ich glaube, das hat auch noch ein bisschen mehr gejuckt, oder? Ja. Kann sein? Mit Pep? Du musst dir vorstellen, ich bin größter Barca-Fan. Boah, okay. Größte Messi, größter Barca-Fan. Pep Guardiola, Bruder, ist Barcelona. Mhm. So, und natürlich, das war krass für mich, wenn man hört, Pep Guardiola will einen haben. So, natürlich, das war schon heftig. Ich muss aber auch sagen, es ging über Monate. Diese Entscheidung hat Monate gedauert, bis ich gesagt habe, ich mache das. Bis ich meine Entscheidung so getroffen habe, das hat Monate gedauert. Also es war schon so ein langer Prozess, so auch viel mit Berater, mit meiner Familie und so wirklich auch überlegt, was mache ich. Weil, wie gesagt, ich habe mich in Gladbach wirklich sehr wohl gefühlt auch. Mhm. Und es war eine schwierige Entscheidung für mich. So, am Ende habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich gerne diesen Schritt machen will. Mhm. Was war ausschlaggebend? Also wirklich, wo du sagst, das waren so die Punkte, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das überwiegt. Guck mal, ich sag dir ehrlich, Bruder, natürlich war mir klar, dass es schwer wird, in diese Mannschaft reinzukommen und zu spielen. Mhm. So, du weißt, da gibt es nur Weltklasse-Spieler und sowas. Vor allen Dingen auch Ribéry und Robben und so, ne? Ribéry und Robben. Danach kam Douglas Costa, noch Kingsley Coman. So, war schon Sherdan Shaqiri. Waren schon Top-Spieler so auf dieser Position. Und mir war auch klar, dass es schwer wird, aber ich wusste, ich trainiere auf höchstem Niveau, höher geht gar nicht, weißt du? Ja. Ich kann so viel lernen. Und sogar wenn, kannst lernen, du von dort... Lernen, auch ganz wichtig. Von solchen Spielern was abgucken, lernen, taktisch was mitnehmen von Guardiola etc. Also wenn es sogar nicht laufen würde, kannst du sogar von dort einen ganz anderen Step machen, genau, von da weg ist auch passiert, 100%. So, am Ende so. Und das war mir auch so, dass man geht ja so, oder du redest mit deinem... Stimmt, auch von Bayern, wenn du nicht spielst, du denkst, kein Bock mehr, okay, wird nichts hier, hab jetzt genug gelernt, keine Zukunft, dann kannst du easy zu Augsburg wechseln oder was weiß ich, zu zweite Liga-Verein, alle. Wenn du bei Gladbach nicht spielst, dann schlechte zweite Liga, dritte Liga so mäßig. Deinen Beratern und dann, man geht ja auch alle Schritte, wie was kann passieren, du gehst ja alles durch. So, nee, das ist so habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich will es unbedingt machen. Und ich weiß ja auch, oder ich habe mitbekommen, dass auch damals auch von den Fans und sowas von Gladbach war ja auch ein bisschen das. Oder war krass. Ich weiß, und du musst dir vorstellen, ich war damals 17, ich bin gerade 18 geworden. Ich war noch ein junger Spieler und dann hat das wirklich auch wirklich krasse Auswirkungen dich, genommen, Bruder. Also, vielen Dank für zwei Monate. Oder auch diese Morddrohungen und Bruder, war schon heftig. Also das ist bis Stern-TV gegangen, Bruder. Ich schwöre. Das ist bis Stern-TV gegangen. Bruder, das war heftig. Also so Morddrohungen und hoffentlich reichst du dir alle Kreuzbänder und hoffentlich stirbst du morgen. Krass, das wusste ich gar nicht. Oder ich spring dich um und diese Filme. Also war schon von den Fans, ja, Bruder, von den Fans. Also es war. Wie sind die aber an dich herangetreten? Durch Brief oder wie? Nein, Bruder, Insta, diese, Bruder. Wow. So, weißt du, irgendwann. Überleg mal, ein 17-jähriger Junge, der eine Entscheidung trifft. Ja, das war heftig. Boah, krass. Ja, war, aber das zeigt auch, was die eigentlich nicht gesehen haben, so gesehen. Ne? Also weißt du, was ich meine? Ja, so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, vielleicht auch bei einem anderen Spieler in der Jugend, mhm. aber ich glaube, weil du halt
auch so krass abgeliefert hast und so die in dir vielleicht den nächsten, wer war damals, war nicht Marco Reus, genau, die so, den nächsten, ja, den das war auch Reus. So, das haben die auch so wirklich so ein bisschen so mit gepusht, so du bist der nächste Marco Reus und sowas, was mir gar nicht gefallen hat. Sag ich auch ehrlich, Bruder, weil ich bin ich, Bruder, und ich will, 100%. Weißt du, was ich meine? Ich will nicht irgendwie, ich mag das nicht, wenn so, ja, ja, das nein, wird nein. Der nächste Marco Reus, ich will mein eigener Spieler sein. Das ist doch gar nicht böse gemeint, sowas. Also, finde ich. So, eigener Name. Und so, so geht ja nur im Werdegang, dass man, wenn jetzt bei Leverkusen junger ist, Flo Wirtz, wird der nächste Kai Havertz nach einem Spiel, wenn man es sagt, dann heißt ja nur, dass er eine gute Karriere haben wird. Und so. Ich hatte damals ja auch schon dann in Gladbach, wo ich noch so jung war, so 16, 17, hatte ich das erste Interview mit Sky und sowas schon, so weißt du, und bei diesem Main Stadion und sowas. Du hattest ja auch Sky-Doku, genau, hatte ich auch, genau. Und dadurch ist natürlich auch so voll Interesse geweckt, weil diese Sky-Doku, die ging auch wirklich sehr steil. Also ja, die hat auch angeschaut. Ja, Bruder, das Sky-Doku haben wir auch mal also geguckt, ich hätte das niemals, dass das so krass ankommt, hätte ich nicht gedacht. Wie viele Views hatten das? 1,3 Millionen, Projekt Profi. Das war so cool, irgendwie aussah, egal, der Typ. Hat auch so Preise gewonnen und sowas, Bruder. Ehrlich? Ja, richtig gut, ist richtig gut angekommen. Und dadurch hast du natürlich auch so ein bisschen so Bekanntheit bekommen. Aber machen die sowas nicht mehr? Sky oder jeder. Damals war ja noch krasser, jetzt mittlerweile ist nicht mehr selbst, aber jeder hat Sky geguckt. Und dadurch hast du so Interesse bekommen, so auch Fans sind auf dich aufmerksam geworden. Und dann kam halt diese Geschichte, dass ich dann wechseln will, was dann auch irgendwie ein bisschen schief gelaufen ist, Bruder, weil erstmal, guck mal, du musst dir vorstellen, ich bin am letzten Transfertag gewechselt. Boah, die Verhandlung ging so lange, ja, dass du am allerletzten Tag. Allerletzte Transfertag. Ich musste fliegen, ich musste direkt ins, noch, damit das rechtzeitig alles funktioniert. Medizincheck. Ich musste direkt vom Flughafen zum Gelände und direkt alles durchmachen, Bruder. Wow. Medizincheck, dies, das. Oder es war, war. Krass. Ja. Und überleg mal, du bist 17 oder gerade 18 geworden. Oder du musst dir vorstellen, was in mir da abging, Bruder, weil. So die Tür in Gladbach war ja an sich schon zu. Die haben immer gesagt, ja, wenn Sinan sich dafür entscheidet, bei Gladbach zu bleiben, so wir machen die Tür wieder auf und sowas. Aber Bruder, du weißt, wie das ist im Fußball, so weißt du. Auch bei den Fans und sowas, Bruder, da war so. Wäre schwierig vielleicht geworden. Ja, auch oder Max Eberl. Oder Max Eberl ist so. Mäßig Moukoko hätte er gewartet bis Sommer bis mit seiner Entscheidung, ob er verlängert bei Dortmund. Oder ob er zu Chelsea geht oder sowas. Und am letzten Tag erst sagt, ich bleib bei Dortmund, dann werden alle sagen, ja, muss er erstmal wieder so Vertrauen wieder bekommen, weil er so lange gezögert hat und überlegt hat, ob er geht und sowas. Und dann werden die ein bisschen anders behandeln, als wenn er so direkt, er hat ja auch nicht direkt unterschrieben, aber relativ früh. So richtig, so auch richtig an die Öffentlichkeit damit gegangen, so nach dem Motto, ja, eine war irgendwie so bei Bild, so eine Frechheit, wie Kurt mit uns umgeht und sowas, Bruder. Ja, ist das, so. Aber Bruder, das zeigt, also ich bin gerade so ein bisschen, ich find's krass, weil das zeigt eigentlich, was für ein Megatalent du warst, ich schwör's dir. Ja, Bruder, aber so, du musst dir auch vorstellen, guck mal, so, das war, ich hatte damit eigentlich gar nichts zu tun, so, weißt du, so meine Berater haben, mit Max Eberl geredet oder Bayern München hat sich bei Max Eberl gemeldet. So, ich hatte damit ja gar nichts zu tun. Du wolltest einfach nur zocken. Ja, Bruder, ich war 17, 18 Jahre alt, ich hab, so damit wollte ich gar nichts. Das war ja auch nicht der Plan, dass das so krass Medien, so weißt du, dass das so lange dauert und dass das so viel Aufmerksamkeit auf diesen Wechsel kommt und so. Das war ja niemals mein Ziel so. Und dann hast du auch bestimmt, ey, ich weiß auch nicht warum, aber ich kann mich gerade so in dich hineinversetzen. Fabi, danke für 30. Wenn ich so überlege, auch die Leute wissen ja gar nicht, was auch an diesem Jungen, also was ja, in dir eigentlich vorgeht, Bruder, dass du es eigentlich gar nicht so willst, auch die gar nicht so irgendwie so eine Aufruhr und sowas, du wolltest es ja gar nicht. Nein, natürlich, das war ja niemals so das Ziel, so man wollte. So, natürlich kann ich. Du hast dich dafür entschieden, ja? Ja, und ich kann auch verstehen, dass natürlich dann Gladbach nicht davon begeistert ist, weil die haben mich ausgebildet. Die sind, so weißt du, die wollen natürlich auch so diese. Den Jungen dann, so weißt du, wenn du ausgebildet wirst, du willst ihn auch hochbringen. So. Dein Eigengewächs, genau, so, Profi. So diese. Und klar kann ich auch verstehen damals, dass zum Beispiel an Max Eberl sauer gewesen ist. Das war ja auch, Jan. Also, ne. Also, sie hat bestimmt früh Schule abgebrochen. Keine Ahnung. Also, das Ding ist, das kommt ja auch dazu. Du weißt schon mit 16. Du wechselst jetzt vielleicht zu Bayern oder so, machst du dann noch Abitur fertig und so, Schulwechseln, Abitur, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die nach dem Abschluss hat. Ich denke mal, der hat früh abgebrochen. Ist, Bruder, aber ich kann nicht verstehen, dass er weiß, dass das noch ein sehr junger Spieler ist. Du weißt, er ist 17, 18 Jahre alt und er prangt ihn so an, er geht so raus an die Presse und schießt so und provoziert so krass,
dass alles noch schlimmer wird. So, mhm, weißt du? Mhm. So, sowas kann ich nicht verstehen. Du musst doch ein bisschen Feingefühl haben, oder? Dass ein Spieler noch so jung ist, weißt du, wenn das so, oder Presse ist in Deutschland, du weißt, wie das, du weißt selber, wie das, ja, ist. So, weißt du? Und da war ich auch so ein bisschen, ich glaub, schon enttäuscht. Ich glaube, die vergessen irgendwo, dass du einfach auch noch ein. Du bist ja noch kein. Du bist ja noch nicht erwachsen. Nein. Du bist noch ein Junge, der. Ja, natürlich, du kannst für die eine oder andere Entscheidung selbst stehen und du weißt auch, was du machst, aber ich glaube, trotzdem vergessen die irgendwo. Ey, man ist noch irgendwo ein Mensch. Ja, normal, Bruder. Überleg mal, was da alles auf dich. Ich kann mir vorstellen, was da alles auf dich eingeprasselt sein muss. Die Zeit war schon krass. Also war schon heftig. So, ich bin dann auch. Dann war damals so, als das halt so rauskam, dass ich wechseln will. Bin ich dann in die zweite Mannschaft versetzt worden bei Gladbach und am Ende in diese Abschlussspiel, Bruder, ich musste um den Platz laufen einfach die ganze Zeit. Ja. Man wird so komplett. Und das ging über Monate, weil ich bin ja erst am letzten Tag, haben die sich ja erst geeinigt, dass ich wechseln kann. Boah. Ach, hast du noch was? Wiesbaden-Vibes bei mir. Bei mir war ungefähr auch so. Vertrag gehabt? Also noch Vertrag. Ein Jahr noch, oder wie? Ja. Also die mussten dich auch rauskaufen mäßig? Ja. Okay. Ja, und dann, Bruder, weißt du, und dann diese Verhandlungen, damit hatte ich ja überhaupt gar nichts zu tun, wie die miteinander verhandelt haben und so. Mhm. Also, so, das, was in der Presse stand, das war auch meine einzigen so Informationen. Natürlich, mein Berater hatte auch dann natürlich so Informationen, aber so damit hatte ich ja überhaupt gar nichts zu tun. Ich saß auf heißen Kohlen, Bruder, ich wollte weg. Und das hat sich so hinausgezögert und das hat so lange gedauert, was auch, Bruder, das war für Kopf war ganz schwer. Und ich war nicht mal fit, weil, wie gesagt, ich bei dieser Training, Bruder. Mhm. So. Hast du da jemanden, der so dir auch so beiseite stand? So? Bei den Runden, da läuft man nämlich nicht. da zieht man nicht durch. Am Anfang der Saison, neuer Trainer, du bist neu in der Mannschaft, der Läufe, okay, ich mach schnell. Dann am Ende, du wirst gefickt, da sagt du sollst laufen. Der dir geholfen hat in der Zeit? Ja, natürlich, Familie, meine Mutter. So. Du willst nicht ficken? Wie soll ich denn laufen? Bring mich doch zum Laufen, was willst du machen? So, war meine Schwester auch, die waren immer für mich da und alleine kannst du das gar nicht schaffen. Also man läuft ja langsam so. Weißt du, so Familie ist da auf jeden Fall das Wichtigste, auch Freunde. Safe. Ich schwöre, auch sehr Kalle immer. Und Bruder, das war wirklich nicht einfach, so weißt du. Sind sie jetzt bei dir? Wolltest du diesen Schritt aber, dass du dann zu Bayern gewechselt bist? Kamen so falsche Freunde? Null. Okay. Also ich würde es immer wieder machen. Safe. Fragen mich viele. Weil du weißt ja auch nicht, was wäre bei Gladbach passiert. Du kannst ja nicht, oder keiner kann irgendwie in die Zukunft gucken. So, und Bruder. Dann zu Bayern. Nächster Step, dann Bayern. Letzter Tag gewechselt. Direkt vom Flughafen hin. Wie waren die ersten Tage? Direkt Medizincheck etc. pp. Wie ging es dann weiter? Bruder, dann wie ging es auch im Umfeld weiter? Ich kann mir, 17, 18-Jähriger. Du wechselst zu Bayern. Da sind doch bestimmt voll viele zu dir gekommen und meinten so, ey, Sinan, was geht? Wechsel zu Bayern München, Pep Guardiola will jemanden haben, du trainierst mit Stars wie Ribéry, Robin, Müller, wer war da noch alles? Groß war auch noch da, ne? Nee, oder? Groß war nicht mehr da. Ja. Aber die ganzen, Philipp Lahm, Wahnsinn. Ja. Ja, Bruder. Also erstmal, ich bin ja gewechselt, das war nach der WM, Bruder, die sind Weltmeister geworden, die kommen, Bruder, du weißt, kannst du vorstellen, wie die in die Kabine reingekommen sind, Bruder. Und war schon heftig, auf einmal, du sitzt mit Weltstars zusammen, so weißt du. Was komisch für dich? Ich will mal wirklich so den Feeling wissen, wie es für dich war, wo du die alle zum ersten. Dann denkt man so, man ist so ein kleiner Fisch bestimmt. Mal gesehen hast, sagst den Hallo und so. Aber wohl, du hast auch schon mit den Profis bei Gladbach gespielt. Ja, also es war jetzt nicht irgendwie so. Am Anfang war schon krass. So weißt du, du stehst vor wirklich Weltstars. Aber dann so mit der Zeit so relativ schnell auch. Das Problem war halt, ich kam halt dahin. Und konnte nicht direkt mit ins Mannschaftstraining gehen, weil ich ja diese Zeit, die ganze Zeit in Gladbach nicht wirklich trainiert habe. Du musst also nochmal ich musste erstmal noch so 2 Wochen so Individualtraining machen, bevor ich überhaupt zu der Mannschaft gestoßen bin. Das war ein bisschen blöd so für diese Integrierung, weißt du, dass du direkt mit der Mannschaft trainierst, wäre halt schneller gegangen. Ja, Bruder, aber du, erster Tag, ich komme da rein, ich sag Trainer, hallo. Bruder, diese. Einfach Pep. Ja, Bruder, Pep Guardiola sagt, kommt zu mir, sagt hallo. Wow, Spieler kommen, alle sagen hallo. Ja, oder Sinan, oder? Hola, ja. Ich will gerade Arabisch reden. Hola. ¿Qué tal, Dina? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Nicht sehr, Bruder, sehr, sehr familiär, muss man schon sagen. Ehrlich, in dem Verein, so bei Bayern ist alles sehr familiär. Krass. Und da kommen auch dann Spieler, die dir auch direkt sagen, so, wenn du was brauchst. Ehrlich, also die wollen auch helfen. Ja, also ist jetzt nicht so, dass die irgendwie so
weiß ich nicht, Bruder, so dich gar nicht angucken oder. Ich sag, Philipp Lahm ist voll nett. Der sagt, ja, wenn du willst, kann ich dir das Gelände zeigen. So, so weißt du, okay. Aber nee. Gab's so ein, ich will jetzt nicht fragen, aber gab's so einen Spieler, wo du so. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, nee. Weil da gibt's keinen Arschloch. Cool. So, ich, meine Meinung ist, wenn du weißt, du bist gut, du hast keine Angst, Bruder, weißt du? Aber wenn du zum Beispiel älterer Spieler bist und da kommt ein neuer, junger Spieler und du vertraust dir nicht oder deinem Spiel. Die merken es auch, ne? Ja, und dann wirst du ekelhaft, Bruder. Dann, als älterer Spieler, dann wirst du ekelhaft. Ja, du weißt, du bist sowieso Robben, dann juckt es nicht. Da. Robben, da kommen junge Spieler, ist ihm scheißegal. Der sagt, oh cool, Jungs, was geht? Hey, viel Spaß. Hier, ich spiel, ich bin der Beste. So, bei anderen Vereinen werden dann die Ellbogen ausgefahren. Digga. Oh, junge Spieler, oh, hallo. Komm mal her. Und dann anschreien und so. Ja, Bruder, da weiß jeder, was er kann. Da ist jeder auf Weltniveau. So, ja, weißt du, es gibt keinen Spieler irgendwie, der jetzt irgendwie nicht gut ist, Bruder. Das gibt es einfach nicht. Jeder Spieler ist da gut. Und ja, dann habe ich da noch, bin ich da ins Training rein. Erstmal das also individuell? Ja. Und dann Mannschaftstraining? Dann ins Mannschaftstraining rein, um halt fit zu werden. Dann habe ich noch U19 gespielt. Weil ich auch konnte, bei Bayern? Ja, ich konnte noch U19 spielen. Ich weiß noch, Bruder, erstes Spiel gegen Stuttgart. Bruder, einfach 2 Freistore gemacht. Wirklich? Boah, das ist krass. Und ich wollte gerade sagen, jetzt muss er auch bei U19 muss er aber ordentlich abliefern, damit die immer noch checken, dass er richtig gut ist. Dann, weißt du, das war auch dann einfacher für mich. So, weißt du, dann kommst du wieder bei den Profis in die Kabine rein. Pep Guardiola sagt zu dir, boah, ich habe deine 2 Freistore gesehen, super Spiel und so, bla bla bla. Geil. So, das war natürlich dann top. So, auf so Dosen genau, für dich, so, weißt du, das ist ein bisschen für dich locker macht. Training, Bruder, sag ich ehrlich, war schwieriger als Bundesligaspiel, Bruder. Das war dieses Niveau im Training, Bruder, unglaublich. Diese Rondo, Bruder. Na, so geil bestimmt. Unglaublich, Bruder. Nee, dann für 24 Monate. Das muss so geil sein, zu gucken, mein Training. Das ist einfach so ballen. Richtig geile Techniken. 2 Kontakte, Vororientierung, richtig schlaue Spieler, die sehen die Räume so geil. Unglaublich, sag ich ehrlich, Xabi Alonso, Philipp Lahm, Bruder, ich hab die noch nie einen Fehlpass machen sollen. So diese Filme, Bruder. Wow, Bruder, krank. So, dieses Niveau, du musst dich wirklich erstmal anpassen an dieses Niveau. Auch wenn du, bei Gladbach war auch schon ein krass Niveau, bei den Profis auch. Ach, du würdest wirklich sagen, dass bei Bayern nochmal, dass du gemerkt aber, hast? Ja, Bruder, also es ist schon heftig so. Auch so, wie scharf die spielen und, Bruder, wie schlau auf dem Platz und diese individuelle Klasse, Bruder, so, weißt du, auch aus dem Nichts passiert. Smokey dann von Prime, ja, sehr oft, Patrice. Irgendwas und sowas. Ist schon krass, muss man schon sagen. War schon nochmal ein Step hoch. Wo ich mich aber eigentlich relativ schnell auch angepasst habe. So. Ich habe dann erstmal U19 nur gespielt. Aber immer Profis trainiert. Bist du alleine nach München eigentlich? Nein, meine Mutter ist mitgekommen. Also ihr seid zusammen hingezogen? Ja. Okay. Meine Mutter hat damals, wo ich bei Gladbach war, hat sie bei Gladbach gearbeitet. Und für sie war ja dann auch klar, wenn ich dann weggehe und so, weißt du, dann kann sie auch nicht mehr bei Gladbach arbeiten. So. Okay. Und dann habe ich sie mit nach München genommen. Und dann haben wir zusammen in München gewohnt, ja. Ich wollte auch noch nicht, oder war halt auch noch sehr jung, so mit 18 Jahren, weißt du. Aber ich muss mal ganz kurz unterbrechen und dich mal was fragen. Ist halt so, muss man auch drüber reden. Ich glaube, es kommt. Ist ja klar, dass du, wenn du zu Bayern München wechselst, verdienst du ja auch mehr. Ist ja ganz normal. Ja. Ich meine, du hast auch einen Profivertrag unterschrieben. Für wie viel Millionen bist du eigentlich gewechselt zu München, zu Bayern? Oder ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß gar nicht genau, aber so, ich glaube 3 Millionen. 3 Millionen? Ja. Okay. Ich meine, für dich hat sich auch bestimmt sehr viel verändert. Ich meine, Freunde. 17, 18, du hast einen normalen Vertrag gehabt und dann auf einmal hast du einen Profivertrag bei Bayern. Muss jetzt nicht sagen, wie viel du verdient hast, aber ist ja bestimmt für dich auch nochmal. Ja, aber du verdienst auf einmal so viel Geld und so, weißt du, was ich meine? Ja. Und deshalb war auch wichtig, dass meine Mutter mitgekommen ist. Ja. So, schon dritte Mal angetäuscht, Alter. Weißt du, dass du jemanden hast, der auch ein bisschen aufpasst und so. Ja, weil mit 18 du hast keine Ahnung davon, sag ich dir ganz ehrlich so. Also es gibt vielleicht welche, die haben davon Ahnung so, aber da habe ich schon meine Mutter gebraucht damals. Also auf jeden Fall. So, die hat sich um alles gekümmert, so was das Finanzielle auch angeht und hat auch es geschafft, mich halt dann so, dass ich nicht. Aber vom Gefühl her, du warst nie. Nein, irgendwie. Bruder. Also nee, Bilo, wenn wir dann alte Freunde von Facebook schreiben, lass mal was machen, dann antworte ich. Ich war auch nicht. So wie ich dich kenne, wie ich dich kennengelernt habe, warst du nie irgendwie. Ja, nö, ich war nicht so diese mit. Zum Beispiel so dicke Autos, Bruder, interessiert mich eigentlich. Autos interessieren mich wirklich gar nicht. So, ich ziehe gerne gut Klamotten. Stimmt, Digga, Sinan hatte nie ein Auto, man musste ihn mal mitnehmen. Er hatte wirklich kein Auto. Ihn hat immer Mitch mitgenommen, glaube ich.
Autos, Bruder, interessiert mich eigentlich. Autos interessieren mich wirklich gar nicht. Mhm. So, ich ziehe gerne gute Klamotten an. Ja, dafür habe ich mal so Geld ausgegeben, aber Bruder, ist normal. Aber selbst da habe ich jetzt auch nicht übertrieben oder so. So, weißt du, so über die Zeit, so was immer in diesen Medien so alles geschrieben wurde, Bruder, die Leute denken natürlich so irgendwie, der ist so voll auf diesen Highlife-Style und bla bla bla, was für Geschichten gibt so und. Medien halt. Ja, so weißt du, und die Leute lesen das und glauben das, weißt du, aber so eigentlich, ich bin überhaupt gar nicht der Typ, der jetzt irgendwie übertreibt mit so Sachen. Ich habe auch jetzt keine wilden Dinger oder so gemacht. Und oder, also mal ganz ehrlich, selbst wenn, ist es dein Leben? Ja, ist mein Geld, machst Bruder, das ich verdiene das 100%. Geld an sich, Bruder, aber du weißt... An sich, du weißt, wie ich meine. Es hat niemandem was anzugehen, aber ja, es ist halt so, dass in Deutschland, da müssen wir auch ehrlich sein, dass halt viel geredet wird. Genau. Das so. Ist es, ja. Wenn du das so scheiße, Digga. Die wollen überall einfach Fehler finden. Die wollen bestimmt so viel vorwerfen. Die sehen Instagram-Post und der macht das und das, Digga. Denkt ihr, der postet Bilder mit Scheißklamotten? Natürlich postet man Bilder mit guten Klamotten. Louis Dank für 3 Monate. Und dann wird einem sowas vorgeworfen, Digga. Lass doch einfach das bewerten, was auf dem Platz geschieht und fertig. In Amerika machst, Bruder, die feiern dich dafür. So diese, aber in Vergleich. Ja, so vergleichsweise. So, also in Deutschland. In Amerika ist gefühlt wichtiger, was du für eine Person außerhalb vom Platz bist. So, je mehr du von Details, desto cooler bist du und desto besserer Person. Da bezahlst du nicht nur den Sportler, sondern auch die Person, so OBJ oder so. Das ist sowas so geil. Einfach die ganze Person. In Deutschland geht es einfach nur darum, der muss gerade sein, strikt. 1,80 groß, blond, Rechtsfuß, den brauchen wir. Und der macht länger Training. Und postet nichts auf Instagram am besten. Hat 2 Follower. Da musst du halt schon immer auch aufpassen und das sagen auch die Vereine zu dir oder Berater und sowas. So, pass auf, so, wir sind hier in Deutschland und übertreib nicht und so. Genau, da hast du bei den U19 immer gespielt, bei Profis trainiert. Genau, ja. Umfeld, hat sich irgendwas verändert? Freunde oder irgendwie, dass du mehr Nachrichten bekommen hast? Ja, alles so drum und dran. Hast du da irgendwas gemerkt für dich selber? Bestimmt, du hast ja bestimmt viel mehr Aufmerksamkeit. Ja, Aufmerksamkeit auf jeden Fall, so halt über Insta und sowas. Ist natürlich alles mehr gewachsen und so. Man hat auf jeden Fall mehr Nachrichten bekommen. Und, Ich habe nicht hingeguckt, ich habe nicht hingehört. Verdammt, da danke für 3. Ich denke gerade so danach, daran. So zum Beispiel Thema, es ist 9.15 Uhr Treffpunkt. Sehr frühe Uhrzeit für mich. Mit Basketball gucken und so war immer hart. Wann komme ich? 9.13 Uhr. Ich krieg Ärger, dass ich um 9.13 Uhr komme und andere kommen um 8.45 Uhr. Ist mir doch scheißegal. Treffpunkt um 9.15 Uhr. Ich bin pünktlich. Ich fahr gerade so 9 Uhr los, gib so Gas, 9.13 Uhr. Ich renn noch so durch die Tür, schnell, bupp, bin da, hey. 9.13 Uhr da, ich krieg Ärger. Ich denk so, Sidney immer als Letzter. Ich denk so, Junge, hey. 9.15 Uhr ist Treffpunkt, ich bin pünktlich. Wegen sowas. Das ist auch so ein Grund, der einfach negativ ist bei einem Trainer, dass man nicht spielt. So zum Beispiel. Ich komme doch nicht nur deswegen, nur damit der Trainer mich mehr mag und so komme ich doch nicht 30 Minuten früher. Und dann kann man sagen, ja, ich bin immer 30 Minuten früher da und der macht voll viel und so. Das ist wirklich so, das ist wirklich relevant. Das ist wirklich relevant. Also das bringt was. Wenn ihr beim Trainer schleimen wollt, kommt früher. Besonders, hey, erkennt man den Fall da, der Stimme, ja, stimmt. Irgendwie, dass du mehr Nachrichten bekommen hast. Ja, alles so drum und dran. Hast du da irgendwas gemerkt für dich selber? Bestimmt, du hast ja bestimmt viel mehr Aufmerksamkeit. Oder ja, Aufmerksamkeit auf jeden Fall, so halt über Insta und sowas. Ist natürlich alles mehr gewachsen und so. Man hat auf jeden Fall mehr Nachrichten bekommen. Und ja, aber so im Umfeld, so was Freunde angeht, ein paar so hat man kennengelernt. So. Ja, das eigentlich nicht. Nee. Also so in München habe ich dann über einen Spieler zum Beispiel andere noch kennengelernt oder so. Aber sonst eigentlich so, ich habe immer so probiert, eigentlich meinen Freundeskreis so ziemlich klein zu halten. Ja. So ist immer noch bei mir so, also ja. So 3-4 Leute, so mit denen ich bin, so aus Mönchengladbach. Deshalb, da Lukas, hat sich nicht so viel krass verändert. Also hast du ja gesagt, du hast im ersten Jahr viel U19 gespielt oder fast nur? Ja, Bruder, aber ich habe im ersten Jahr... Hast du da schon mein Debüt gemacht? Hast du dein Debüt gemacht? Ja. Gegen wen war das? Relativ spät, gegen Hertha, Bruder. Gegen Hertha? Eine Halbzeit. Komm, was für ein Zufall, ja. Okay, wie war das für dich? Ja, war krass. Also, war ich davor schon im Kader ein paar Mal? Ich saß erst auf der Bank,
Wir haben gespielt, dann war Halbzeit. Digga, allein bei Bayern in Kader zu kommen, in den 18-Mann-Kader bei Bayern, muss so schwer sein. Obwohl, mittlerweile, da sind ja auch immer ein paar Jungs, ne? Junge Spieler, immer drin, so 3-4 oder so. Lukas, danke schön für 7. Ich glaube, damals war es richtig hart. Da sind ja nur so eine Bretter, glaube ich. Und dann ist. Geführt bestimmt, ne? Oder? Zum Beispiel Stanisic oder so, weiß ich nicht. Nee, Bruder. Ist gut? Nicht geführt. Ja. Stanisic Bundesliga. Ja. Krass. Stand 0-0. Und, bei 0-0, oh. Dann haben wir. Bei 0-0 will man schreiben. Und dann ist Trainer zu unserem Athletiktrainer, der uns warm gemacht hat, ist gekommen und hat gesagt: Mach's ihn warm, kommt rein. Wow. Ja, Bruder. Ja, und dann habe ich mich in der Halbzeit warm gemacht. Und dann bin ich reingekommen. War das erste Spiel, wo du auch direkt im Kader warst? Also das erste Spiel gut, ja. Im Kader oder warst du davor schon mal auf der Bank gewesen? Nee, ich glaube in der Bundesliga. Ich glaube, ich war davor schon auf der Bank. Auf der Bank, okay. Ja, ja, dann habe ich mein erstes Spiel gemacht. War krass, Bruder. War voll ausverkauft. Platz war super. Bruder, Allianz Arena halt. Ja, natürlich. So. Habt ihr das gewonnen? Wir haben 1-0 gewonnen, ja. Wie warst du? Richtig. Ehrlich? Bruder, ich war eigentlich ganz solide? Gut. Ja. Ich bin gelaufen um mein Leben, Bruder. Ich bin noch nie, glaube ich. Ich sag, er konnte nach 3 Minuten nicht mehr. Ich glaube, Adrenalin gelaufen, und sowas bringt dich dann dazu, dass du wirklich. FBN dank von Prime. Ich bin über 6 Kilometer in dieser Halbzeit gelaufen, Bruder. Das ist wow. Viel. Das ja, ist viel. Ja. Bruder, du bist junger Spieler, du läufst einfach. Du weißt gar nicht wohin, du läufst einfach. Okay. Und dann war bei uns auch, also bei Hertha, die Zeit, da war er sehr, sehr faul. Also so schlimmer als ich. Ja, ja, ja. Aber ich habe immer so probiert, trotzdem so, weißt du, deine Aktion zu haben. Ja, so auch so, ich muss auch sagen, so wenn du dann, wenn das Spiel anfängt, Bruder, du nimmst das gar nicht mehr von außen rum. Also ich bin so. Die ersten 1-2 Minuten vielleicht und dann aber. Selbst das nicht, Bruder. Ehrlich, ja? Ich sag dir ehrlich, direkt ich bin direkt im Film, Bruder. Und du nimmst das gar nicht so. Das ist bei mir eigentlich immer so. Wenn so viele Zuschauer sind, so bei mir ist direkt Film und ich bin dieser Fokus. Und ja, und dann, ich bin ja auch so. Oder bei mir auf Platz, ich darf nicht nachdenken, ich muss einfach spielen. So, weißt du, so, ich bin so dieser Instinktfußballer. Ja, aber da entwickelt sich auch das Kreative. Genau, so, bei mir war immer so immer Instinkt, so gar nicht so diese viel überlegen, sondern immer drauf los. Und ja, lief eigentlich ganz gut. Wir haben das Spiel noch 1-0 gewonnen. Schweinsteiger hat, glaube ich, Tor gemacht. Mhm, okay. 1-0 gewonnen und danach sind wir, durch dieses Spiel sind wir sogar Meister geworden. Wow. Ja, Mann, sind wir Meister geworden. Alter, direkt deutscher Meister geworden. Also 0-0, so sehr undankbar da reinzukommen. So, besonders bei Bayern, wenn die gerade führen, 0-0, wenn die gerade im Lauf sind und steht 0-0 zur Halbzeit, ihr wisst selber, bei Bayern, das ist nicht normal, da wird in der Kabine gemeckert und so. Und dann wird so gesagt, ja, so, Robben kommst raus, Sinan rein. Und dann denkst du so, jetzt hast du gerade meinen Namen gesagt, ich will nicht rein, ich will nicht, das will ich auch schon sein. So, und dann, Digga, ich glaube, der Mann war nervous, Digga. Bei 0-0, das ist was anderes, wenn du bei 3-0 Führung reinkommst gegen Hertha, zur Halbzeit und du weißt, das Spiel geht sowieso 7-0 aus oder so. Bei mir, ich bin ehrlich, wir haben gegen Bayern gespielt. Da war auch mein erstes Mal im Kader. Bayern, Allianz Arena ausverkauft, wie bei Sinan. Saß ich auf der Bank und dann stand, ich glaube, so 1-1 oder so. Trainer sagt, warm machen. Du. Ich war so glücklich, dass ich mich nicht warm machen soll. So, ich hab dann geguckt, weiter zugucken. Wisst ihr, wie geil es, wie es Bock macht, dazu zu gucken, wenn du so am Rand bist? Wenn du da erste Reihe bist und du bist Teil des Geschehens, aber du weißt so, no, ich bin hier, ich komm nicht rein. Ich mach mich hier schön gemütlich, so wie so ein zweiter Torwart oder so. Und guck einfach zu. Und wenn du dich aufwärmen musst, dann kannst du nicht mehr so gut zugucken, das Spiel, weil du hinterm Tor bist und so, dann sieht man nicht mehr alles. Das ist nicht so geil. Und du musst dich halt bewegen und so. Deine Halbzeit ein bisschen jonglieren und so, diese Lockere. 75.000 gucken zu, einmal um die Welt und so, Flugball, Rabona, bap. Dann wieder ganz schnell auf meinen Platz gehen. Zweite Halbzeit mussten wir uns aber warm machen. 2-2 mittlerweile, 80. Minute und so. Ich hatte so Angst, so bitte komm ich jetzt nicht rein, bitte komm ich nicht rein, weil Sechser ist auch noch so eine undankbare Position. Ich hatte richtig Angst. Da hatte ich wirklich Angst reinzukommen. Ich will reinkommen bei 3-0 oder Stamm. Stamm oder 3-0? Und deutscher Meister geworden, ja, war krass. DFB-Pokal sind wir halt. Das hört sich komisch an, Chat, aber das ist halt wirklich so im Kopf. Man kackt sich da ein bisschen ein. Das glaube ich, Digga, ihr kackt euch ein, wenn ihr ein Referat machen müsst in der Schule, Chat. Wie war das Gefühl, als du erst mal ins volle Stadion gelaufen bist? Ich muss sagen, ich dachte, das wäre viel lauter und sowas. Allianz Arena. Ausverkauft. Saisoneröffnung. Erstes Spiel Bundesliga. Erster Bundesligaspieltag. Freitag, 20.30 Uhr. Allianz Arena, 70.000. Ich dachte, es wäre lauter. Also ich war jetzt nicht beeindruckt.
Aber war ja auch Allianz Arena, ne? Finale ausgeschieden. Champions League auch raus. Reinkommt immer Krise, das stimmt auch. Ich war in Barcelona dabei. Ich bin einer, der einwechseln ganz, ganz, ganz schwer. Ich wurde auch nie eingewechselt, so ich kenne das gar nicht. Auf der Bank? Ja. Nee. Karla Dank für Zap. Warte. Da sind wir Halbfinale ausgeschieden. Deutscher Meister geworden. Deutscher Meister geworden, ja, war krass. DFB-Pokal sind wir Halbfinale ausgeschieden. Champions League auch raus. In Barcelona, Bruder. Ich war in Barcelona dabei. Auf der Bank? Ja. Nee. Ja. Wow. Bei dieser 3-0, Bruder, wo. Ja, ja, schau mal, Messi, diese. Achso, mit Boateng meinst du diese? Ja. Mit, wo er so umfällt? Ja. Okay. War krass. Ja, Bruder, wow. Das war. Ja, du weißt, wie als Stürmer bei 2-2 reinkommen, ist okay. Kommt vielleicht mal ein Ball, machst du mit dem Kopf, verlängerst du, lässt dich fallen, Innenverteidiger Ball, stehst, läufst ein bisschen an, fertig. Als Sechser, wenn du Ball bekommst, der Ball muss einen guten, gezielten Pass haben. Und so als Stürmer, dribbelst, geht 1 gegen 1, fällt hin, kein Problem, ist nicht schlimm, Ball kommt wieder. Als Sechser, du kannst den Ball nicht verlieren. Und es sind halt immer so kontrollierte, du musst richtig kontrolliert sein als Sechser. IV, glaub, schlimmste, nein. IV hast du meistens keinen Gegnerdruck, deswegen ist es voll entspannt. IV habe ich ja auch schon viel gespielt gegen Hannover und sowas, gegen Düsseldorf, ne, gegen Düsseldorf war ich Sechser. Hannover, Bielefeld, da habe ich immer IV, gegen West Ham habe ich IV gespielt, gegen Fenerbahce habe ich IV gespielt. IV ist wirklich das Gechillste der Welt. So einfach, man muss nichts machen. Aber Sechser ist schon andere Liga. Deswegen, also die wollten ja auch, dass ich Innenverteidiger werde, aber ich meinte immer, ich habe keine Lust auf Innenverteidiger. Einfach zu Trainer. Wie ich gesagt habe, oder Barcelona bei mir, oder ich habe... Aber ich wusste immer, dass ich da gut spiele, deswegen fand ich das nicht schlimm. Lieber spiele ich da auf Innenverteidiger als auf Sechser gar nicht oder so. Ich habe angefangen zu zittern, wo Messi oder da stand oder diese. Oder ja. krank. Ihn verteidigt. Ich glaube, bei Fenner war das. Was, Max Kruse oder Victor Moses oder so? Bei West Ham Alea. Und noch, da kam gerade irgend so ein Spanier, Fornal. Der kam da, Philipp Anderson. Die Jungs. Chat, wir kommen auch ehrlich nicht voran, ne? Wir sind erst 30, wir müssen noch einen Film gucken. Ich muss zu viel reden. Pablo Fornal, Lanzini. Die Jungs. Ja, und so bei Hannover gegen Martin Hanek oder so, das musst du jetzt nicht erwähnen. Sorry. Antonio, stimmt, Antonio kam auch. Naja. Ja, Bruder, da war ich auch dabei, ja, und dann deutscher Meister geworden. Dann war die Saison vorbei. Patrice, ich sag bei niemandem. Dann bin ich Sommer noch. Ne, warte mal. Doch, Sommer bin ich dann mit nach China Trainingslager. Das war so mehr so eine Werbetour, Bruder, war gar nicht so mehr so Trainingslager. Wir hatten, ich, öfter, ja, ich, wir hatten nur Spiele, eigentlich wenig Training, eigentlich nur viele Spiele und die hatten so voll viele so Werbedinger, so weißt du, was sie wahrnehmen mussten. Ja, ja. Da war ich noch dabei, dann war ich in Katar mit dem Trainingslager im Winter davor, was auch heftig ist, war auch geil. Ist auch schon cool, einfach im Trainingslager zu sein mit den Profis, ist auch schon geil. Auch wenn meistens viel Training, also halt so Lauf- und Krafttraining und sowas ist. Aber manchmal gibt es ein Fitness-Trainingslager mäßig, wo du scheiße, wo du Dreck fressen musst, wo du durch musst, wo du dich wirklich quälen musst. Und ein Trainingslager, wo es mehr so ein bisschen Taktik geht, Spielform, Trainingsspiele und sowas, sowas da. Das Trainingslager ist geil, das zweite. Ja. Schon alles so übertrieben professionell. Unnormal, Bruder. Mit Koch und alles, Bruder. Köchin. Wirklich top. Also da, Bruder, du hast alles. Wirklich alles. Wirklich, ja? Es gibt nichts, was du nicht hast. Du hast alles, Bruder. So du wirst dich um alles gekümmert, Bruder. Du brauchst dich um nichts kümmern. Also wirklich nur deine Schuhe? Also du bist auf dem Hotelzimmer? Ja. Und der ganze Tag schon ab so... Ja, also, Bruder, weißt, ja, was ich meine? Bruder, ja. Du hast deine Schuhe nicht mal, Bruder. Die sind doch am Platz, Bruder. So diese, so also ein Winterkampf auch an so, also top, wirklich top. So, das war, Bruder, ich kam dahin, für mich war das auch ungewohnt, Bruder, auf einmal so die putzen Marvin dann für 8, das war mir unnormal unangenehm. Bruder, wirklich richtig unangenehm war mir das so, am Anfang, ich wollte gar nicht geben so. Aber ja, so, das ist schon heftig so, also wirklich rund um Paket 24 Stunden, Bruder, die kümmern sich, muss Essen man echt sagen, top, Essen überragend, wirklich überragend, aber gesund, Bruder. Ja, schwer. Ja, Essen schwer gesund. Ja, bei Bayern muss so geil sein, wenn du da drin bist, Alter. Ab und zu mal ein bisschen, aber sonst schwer.
Bruder, gesund kann auch lecker sein. Stark, stimmt. Ja, Bruder, alles top, muss ich echt sagen. Trainingslager überragend. Dann war ich Rückrunde. Ich war, also Stimmung in der Mannschaft bestimmt auch voll geil. Fast jedes Spiel im Kader. Mhm. Wirklich fast jedes Spiel. Wir hatten unnormal viele Verletzte. Ich glaube, 10, 11 Spieler verletzt. Eigentlich scheiße, aber für dich gut. Für mich war gut. War, also, ja, was heißt gut, aber natürlich, man wünscht sich nicht, dass ich jemand verletze. Frage, meine ich, scheiße, aber... Ja, ja, aber ich war halt dadurch wirklich in der Rückrunde, eigentlich jedem Spiel war ich im Kader. Mhm. Ich habe leider keine Einsatzzeiten mehr so bekommen, was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil so gegen Hertha, ich habe eigentlich ganz gut gespielt und ich habe eigentlich schon so gedacht, ja, vielleicht kommt da noch mal was, so weißt du, weil direkt gegen Hertha, ich habe direkt ganze Halbzeit gespielt. Es war nicht diese, ich werfe dich mal 10 Minuten rein, sondern diese Debüt war eine Halbzeit. Ja. Schon lange für Debüt, so weißt du. 100%. Ehrlich gesagt. Und noch bei 0-0. Und noch bei 0-0, so weißt du. Okay, wir waren schon so gut wie Meister, weil es waren noch 5, 6 Spieltage zu spielen. Und in dem Spiel sind wir Meister geworden, weil wir gewonnen haben. Ja. Also war schon eigentlich klar, dass du Meister wirst. Danach muss man so Leute aus den eigenen Reihen oder so junge Spieler spielen lassen, damit die Spielpraxis bekommen und weiterentwickeln. Das ist so, und muss auch schon für, ja, muss für er, Champions League. Er muss ja trotzdem so. Nicht. League. Aber ja, muss, trotzdem. Ja, natürlich. So, war trotzdem krass. Und ja, da habe ich dann schon so mir eigentlich erhofft, dass ich so in den letzten 4, 5 Spielen dann noch so ein bisschen mehr Einsatzzeiten bekomme. Habe ich dann nicht bekommen. Mhm. Ist halt so. Ja, oder dann war Sommerpause, das war dann China. Das war dein zweites Jahr, oder? Jetzt fängt das zweite Jahr an, aber also, ich bin ja im Winter dann schon zu Hertha gegangen. Ah, oh, Hertha BSC. Da hat es dann... So früh kam er zu uns. Erstmal angefangen, sind halt neue Transfers gekommen, oder? Du musst dir halt vorstellen, ist halt FC Bayern, oder? Die holen halt Spieler für... Damals ist dann Douglas Costa für 35 Millionen gekommen. Mhm. Und auch Kingsley Coman auch, glaube ich, für 30 Millionen. Beides Flügelspieler. Beides Flügelspieler, meine Position. Und so, dann war mir schon so ein bisschen klar, okay... Wie war das für dich so? Also... Oder? Ja, bist im Trainingslager, im Sommer, Transferphase, Kingsley Coman von Juve hat da schon gespielt und Douglas Costa kommt ran, irgendein ein ganz wuseliger Brasilianer, weißt du selber, Chat. Oder du kannst ja nichts sagen, so. Also es war schon ein bisschen blöd so an sich, weil du weißt halt, so welche Spieler holen die auch nicht so, weißt du, so für, ist für längere Zeit, so weißt du. Kingsley Coman ist ja mein Jahrgang, wir waren beide gleiche Jahrgang, wir haben gegeneinander auch gespielt, Nationalmannschaft, also ich kannte ihn auch schon. Und ja, Bruder, also dann haben die nochmal 2 Spieler geholt, dann war ja noch Arjen Robben und Frank Ribéry da, wo ich halt da hingegangen bin. Ja, was für Spieler. Ja, Bruder, du musst ja aber vorstellen, die waren ja, wo ich dann da hingegangen bin, die waren ja schon was älter, die waren schon auch sehr verletzt, die konnten auch nicht mehr alle Spiele machen, die waren, weißt du, wegen dem Alter und so. Und dadurch habe ich mir dann schon so ein bisschen, weißt du, dann so erhofft, ja, vielleicht kriegst du dann so deine Einsatzzeiten. So viel mehr war gar nicht da, wo ich da hingegangen bin. Und dann kamen halt noch diese 2 Spieler mit Kingsley Coman und Costa, ja. Und dann war ich noch dieses halbe Jahr. Ja, die Vita Weiß, die stehen da einfach so als Placement, das ist voll cool. Ich dachte, die trinken die oder so. Die haben die einfach dahingestellt, gut so wie Leute. Da, und dann habe ich schon so langsam gemerkt, ja, ich mache mehr Spiele bei der U23, ich trainiere auch mehr bei der U23. Und kamen dann schon wieder Medien oder so, ja, guck mal, der spielt jetzt nur in U23 oder so? Kam sowas? Oder es kam ja dann nur im Sommer diese Helikoptergeschichte. Erzähl, ich will wissen. Also nee, das ist im Sommer passiert, aber diese Geschichte kam im Winter. Okay, das musst du bitte erzählen. Oder wie soll ich dir erzählen? Ja, ich war oder ich war Dings, wir waren in China Trainingslager. Ja, zuhören. In China hatte ich Geburtstag. Und dann bin ich zurückgeflogen und dann hatten wir 3, 4 Tage frei. Und weil ich Geburtstag hatte, habe ich dann gesagt, ey, so ein paar Jungs, so lass mal ein bisschen was machen, Urlaub fliegen. Dann bin ich nach, nach Cannes geflogen, da Südfrankreich, Cannes, Nizza. Und dann wollten wir tagsüber in so einem Beachclub. Von Cannes wollten wir nach Saint-Tropez. Und da sind wir halt von Cannes nach Saint-Tropez eine halbe Stunde mit Helikopter geflogen. Ach so, hä? So, oder? Das ist ja normal. Also, aber war nicht irgendwas, dass irgendjemand das verboten hat? Ja, ich dachte erst von Bayern, hat sich da einen Helikopter gemietet, hat seine Jungs genommen, zu 5 rein und mit Helikopter von München nach Monaco oder so geflogen. Das dachte ich. Alex sagt von 15. Ja, das ist ja gar nicht schlimm. Also, nein. War nicht irgendwas, dass du nicht raus durftest? Das war voll der Skandal. Also er kam zu Hertha und dann haben die alle davon geredet und so. Da ist mit dem Helikopter nach Monaco und so. Ich dachte so, Junge, wie verrückt, wie cool. Der pisst er lang von Prime. Den juckt ja gar nicht, so was dachte ich.
Digga, das war einfach nur von einem Ort zu anderen. Wie uncool. Oder auf einmal schön in Türkei, die sagen, ich bin mit Helikopter zum Trainingsplatz geflogen. Oder so. Ja, das haben die erzählt. Und da meinten die so, da kam am so Mittwoch um 15 Uhr war wieder Training und da kam dann um 14 Uhr mit Helikopter auf Bayern-Gelände und ist rausgelaufen. So mäßig wurde uns das erzählt. Hey, Bruder. So, weißt du, also ja, ich hab das so mitbekommen, dass irgendwie, dass Pep sogar gesagt hat, keiner soll irgendwie... Das machen die scheiß Medien, das ist nicht mal schlimm. Wenn wir, Chef, ich bin in New York und ich mache einen Helikopterflug so und guck mir New York an. Und dann kommst du nach Berlin, also ich bin noch Fußballprofi, ich komme wieder zurück und auf einmal labern dich die Medien voll, dass du Helikopterflug gemacht hast und privat verreist und was für, keine Ahnung, also irgendwas Negatives da, hä, lass mich mal machen. Verlassen oder so. Nein. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie, dass Pep sogar gesagt hat, keiner soll irgendwie München verlassen oder so. Nein. Also nein. Wir hatten 3 Tage, 4 Tage frei und er hat gesagt, macht was ihr wollt. Okay. Und ich bin halt dahin geflogen, weil war ja auch nicht weit, ja. Weißt du, Frankreich ist ja nicht weit. Und du wolltest von Cannes nach Saint-Tropez. Wolltest du mit Helikopter fliegen. Was heißt wolltest du, Bruder? Ich sag dir, mit Auto, du fährst 1,5 Stunden, mit Heli, du fliegst über Meer 30 Minuten. So, hat auch noch Sinn gemacht, so diese Filme. Okay. Bruder, und diese 30 Minuten, also... Die haben so viel von deinem Leben gefickt, nur wegen Deutschland. Kam es überhaupt raus? Ja. Also wie hat überhaupt jemand erfahren, dass ihr da geflogen seid? Da kann sein Paparazzi waren da, ja. Wallah. Einfach Simon sagt Wallah, oh mein Gott. Du warst mit Freunden oder was? Ja. Okay, also von Cannes nach Saint-Tropez. Und du hast dann gesagt, komm. Da war so ein Beachclub, oder wir sind in diesen Beachclub gegangen. Wie heißt das? Nicky Beach. In Cannes. Nee, Saint-Tropez. Also okay, und ihr wolltet von... Einfach nur für den Abend oder für die Nacht? Nein, oder? Für den Tag. War tagsüber. Okay. Den tagsüber. Also ihr wolltet vormittags? Wir sind dann hin, ja, und dann abends wieder zurück und dann sind wir da halt ein bisschen rausgegangen. So diese. Ging es dann irgendwie nach draußen hin, so mit Medien wieder, komplett mit Helikopter? Also wie gesagt, Türkei, dass sie dann so wieder gesagt haben, du fliegst mit Helikopter zum Platz? Bruder, das hat eigentlich, guck mal, also das ist ja, also das, ich bin mit dem Helikopter geflogen, das war ja im Sommer im Urlaub. Mhm. Und die Geschichte ist rausgekommen im Winter. Ach so. Ja, Bruder, das war da, wo ich dann so mehr mit U23, ich wurde so ein bisschen runter, also wo es dann halt nicht, Bruder, gut lief, kam die Geschichte dann raus, so im Bild. Nochmal nachstechen. Und, ja, Bruder. Gott, Bilo Hass hat gerade auf die Medien. Wie Bilo Hass auf Deutschland hat in seinem Blick. Raus, so in die Bild. Wie Hass. Und, Man kann sich fassen. Ja, Bruder, das kam halt ein halbes Jahr später. Für den Nachtritt, ja. So, das wissen viele nicht. Okay, krass. Und und dann kam halt so langsam so der Gedanke, erst war der Gedanke, sich ausleihen zu lassen. Mhm. So, ich muss kurz was googeln. Simon Kurt Helikopterflug. Simon offenbar wegen Helikopterflug. Bayern-Tini per Heli auf Abstellgleis. Der letztes Jahr als Megatalent geholte Sinan Kurt wurde bei FC Bayern offenbar wegen eines extravaganten Ausflugs vor der Saison degradiert. Sein Berater erklärt die Situation. Guck mal, der war einfach nur im Urlaub. Das sieht so aus, als ob er gerade so gefickt wurde. So sah es immer aus, wenn man ein Einzeltraining hatte und gefickt wurde vom Fitnesstrainer. Trainiert inzwischen nicht mal mehr bei den Profis, Helikopter. Im Sommer vor Saisonstart der Bundesliga war Kurt während eines Kurzurlaubs in Südfrankreich demnach mit einem Hubschrauber von Cannes nach Saint-Tropez geflogen. Kosten für den extravaganten Ausflug 1.100 Euro für knapp 74 Kilometer Flug. Hä? Und für 5 Leute? Jetzt hören die jetzt rum. Aber hier haben die es schon aufgedeckt. Ich will gar nicht wissen, was als erstes gesagt wurde. Schadet ein Hubschrauberflug diesen. Ein Hubschrauberflug schadet diesen Bayern-Talent. Okay, haben es aber schon gesagt. Digga, also wie kann das eine Karriere beeinflussen? Wie kann das ein Grund sein, dass Bayern dich aussortiert oder sonst was? Also das kann kein Grund sein. Das kann doch gar nicht sein. Digga, sowas machen. Ich will gar nicht wissen, was so Franzosen in Urlaub machen. Franzosen und so sind vorgewählt. Also Jadon Sancho sein erstes Jahr. Privatjet nach Dubai und so ein Shit. Juckt keinen. Oder, Digga, Ribéry! Er ist Goldsteak, Franck Ribéry! Die hören ihn voll! Ich hab mir aber dann gedacht, guck mal, die haben. Mäßig, sowas soll seine Karriere ficken, einfach. Nur weil die so eine Scheiße labern.
Digga, also ich check's nicht, ne? Kingsley Coman und Douglas Costa jetzt noch dazu geholt. Das sind auch keine Spieler, die jetzt auch nur ein, zwei Jahre bleiben, sondern verstehe. Die bleiben auf längere Zeit. Mhm. Ich habe übrigens, aus Prinzip, habe ich mir nämlich auch Goldstack bestellt und habe extra gepostet und so. Ich werde gucken, was passiert. So, dann will ich schon eher fest weg. Ja, und dann kam so zu Hertha so der Kontakt zustande. Dann, Mitch war ja damals dann auch schon ein halbes Jahr Mitchell früher Weiser. Gewechselt. Ach, auch von Bayern, ne? Auch von Bayern. So, warte mal, jetzt kam er zu Hertha. Da habe ich dann ein bisschen Zeit. Mhm. So, dann will ich schon eher fest weg. Ja, und dann kam so zu Hertha so der Kontakt zustande. Mitch war ja damals dann auch schon ein halbes Jahr Mitchell früher Weiser. Gewechselt. Ach, auch von Bayern, ne? Ach, deswegen war er so gut mit Mitch, stimmt. Da habe ich dann ein bisschen... Mitch war auch richtig cool. So mehr so ein bisschen Informationen holen können. Und, waren da noch andere Angebote? Oder ich sagte, also man hätte auch noch andere Sachen machen können, so auch noch in der Bundesliga. Mhm, aber Hertha war am lukrativsten? Was heißt lukrativsten? So, ich war dann drüben und... ja, eigentlich war halt so über Preetz, mit dem Manager Michael Preetz, so er wollte mich holen unbedingt. Mhm. Fast 8K. Und ja, mit Trainer habe ich dann auch. Das Goldstick hat 180 Euro gekostet. So kurz geredet, aber weniger über Fußball, Pal Dardai. Ach, stimmt. War ein Film, ich muss es kurz zu Ende gucken. Ja, und Warte. Ja, mit Trainer habe ich dann auch so kurz geredet, aber weniger über Fußball, Pal Dardai. Ach, stimmt. Ja, und wo lachst du? Na, Bruder, einfach so. ja, und ja, dann ist dieser Wechsel dann zustande gekommen. Ich bin nach Berlin und... Ablöse wieder? Ja, ich glaube schon. Ja, ich hatte ja noch Vertrag. Mhm. Ja, er muss. Ich weiß aber nicht. Ja, no. Wir wissen noch nicht, welchen Film. So, weiß ich nicht. Bist du mit der Stelle halt schnell entscheiden? Mehr weniger? Willst du sagen? Willst du nicht sagen? Bruder, hat sich nicht viel verändert. Ein bisschen, natürlich, man hat schon ein bisschen auf Geld verzichtet, ja. Mhm. Ich sag... Dazu bei Hertha 80.000 oder sowas. 100.000, irgendwie so. Ne, 80. 80. 80.000, denke ich. 100.000, irgendwie so. Ist ja klar, von Bayern und dann zu Hertha. Hertha war immer noch auch damals, also guter Club, jetzt läuft es ja bodenlos, so, muss man sagen. Bruder ist bodenlos, wie im Moment läuft. Aber damals, also war es schon, lief schon. Ja, Paul war schon eigentlich. Er hat es geschafft, international zu spielen und sowas, oder Europa League und so. Also da lief schon eigentlich ganz gut. Erste halbe Jahr war auch so mehr. Im Monat? Ja, wieder so neuer Verein. Im Monat 80.000, Junge. Das ist keine Ahnung, was für ein Talent. Jahrhunderttalent, der zu Bayern gewechselt ist. Natürlich bekommt er keinen 20.000 Vertrag, der bekommt bestimmt bei Bayern auch noch, ich sag so 100 oder so ungefähr. Und wenn er sagt, bei Hertha ein bisschen weniger, 80, 60, irgendwie so im Monat. Ein Zurechtfinden, hab viel U23 gespielt. Ach ehrlich, ja? Hast du, okay. Ja. Oder ich glaub, das hast du auch noch mitbekommen, ne? Ja, wo du hergewechselt bist? 40 Spiele, glaube ich, oder so. 45 Spiele habe ich insgesamt gemacht. Schon viel? Ja. Also in U23? Ja. Boah, achso, warte mal, weiter jetzt. Ach ehrlich, ja? Hast du... So, da lief schon eigentlich ganz gut. Erste halbe Jahr war auch so mehr wieder so neuer Verein, zurechtfinden. Bei Hertha, junger Spieler, erstmal wird er gefickt. League of Neuland angefangen. Komm her. Hab viel U23 gespielt. Ach ehrlich, ja? Hast du... Okay. Ja, U23 war ich, Leute, da war ich. Ich glaub, das hast du auch noch mitbekommen, ne? Wo du hergewechselt bist? 40 Spiele, glaube ich, oder so. 45 Spiele habe ich insgesamt gemacht. Schon viel? Ja. Also in der U23? Ja. Boah, ist schon... Laufpensum von Sinan? War ein bisschen höher als ich bei Delay. Und viel. Schon viele Spiele gemacht. Aber immer trotzdem nur Profis trainiert und so. Ne? Ja, ja, safe. So, war ja auch sonst. Und ich sag dir ganz ehrlich, auch in dieser Regionalliga, ich habe nicht viele gute Spiele gemacht. Digga, ich schwöre, diese Regel, ich hoffe, er sagt auch, man kann da nicht gut spielen. Okay. Erstmal war es ekelhaft, du kommst von den Profis runter zur zweiten Mannschaft. So. Und die sind auch abgefuckt, dass überhaupt jemand runterkommt. Der wechselt von Bayern zu Hertha, wird bei Hertha zweite Mannschaft gesteckt. Denkst du, der Bock? Jemand kommt und der spielt so. Und dann ist auch noch, du spielst auch noch, du denkst, okay, ich fick dir jetzt wenigstens. Du machst so 3 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen. Denkst du, okay. So, weißt du, er kann nichts machen, er trainiert vielleicht gut, spielt gut, aber man kommt immer von den Profis und. Ich kann ja auch nichts dafür, so, aber war schon. Dieses ich Gefühl, weiß ganz genau, was du meinst. Aber das meinte jeder Chat so. Auch alle, die runterkamen. Wir hatten jeden da unten. André Duda, S-Vibe, Pekka. Eduard Löwen, bla bla bla, alle mit Bundesliga spielen, richtig viele, sagen alle, das ist schwerer als Bundesliga. Weil da, Bundesliga hast du halt Zeit und so, da hast du entspannt und da ist alles kontrolliert und so. Und Regio oder auch Zweitliga, es war so schwer einfach, weil man, da spielt man keinen Fußball. Wir sind halt alle Fußballer, diese Jungs, die Profis, die sind meistens halt gut am Ball. Und dann kommst du in so eine Liga und da ist fast alles hoch und bab, du nimmst den Ball an, wirst im nächsten Moment schon umgehauen. So ist es halt, ne? Und dann kannst du kein Spiel aufziehen.
Weißt du? Ja, ja, ich weiß ganz genau, was du und auch diese Liga, wie da Fußball gespielt wird, so ist auch überhaupt gar nicht so, was so zu mir passt und so, weißt du, war schon unangenehm. So, da muss ich sagen, aber mit Ante Čović war geiler Trainer in der U23, so, der auch kicken wollte, so, war nicht einfach in dieser Liga, du weißt, wie die Liga ist, ist nicht einfach so Fußball zu spielen. Aber er wollte es halt auch unbedingt immer viel Fußball spielen und das hat mir deshalb... Da spielst du gegen Budissa Bautzen und kriegst 6-0 auf den Sack und du denkst dir so, Junge, was passiert hier? Gegen irgendwelchen 30-Jährigen mit einer Plauze. Das ist voll krass. Hat mir schon Spaß gemacht, da U3. Weil die bei Ecken 3 Tore machen mit ihren fetten Köpfen, Alter. Das fand ich immer zu spielen, die Mannschaft war immer gut drauf und so. Wie halt Berliner. Mannschaft super. Und hat schon Bock gemacht. Fortnite und so, sind dann. Ja, das erste halbe Jahr war ich dann da. Diego, danke für den dritten. Ich bin aber vorher, wo ich hingekommen bin, sind wir noch Trainingslager Türkei. Mit Hertha. Mit Hertha, mit dem Profis sind wir Trainingslager Türkei. Dann da war ich nicht dabei. Dann habe ich viel U23 gespielt. Warte, war das da, diese Sache mit Hertha, mit Trainingslager? Nee. Türkei. Wo du, nee, stopp mal. Wo war das, wo du von... Das war viel später, Bruder. Okay, du weißt, was ich sagen will. Ja, das war später. Was will er sagen? Ich bin gespannt. Ich war ja, ab jetzt war ich überall dabei mit Sinan. Ich war ja die ganze Zeit bei Hertha. Obwohl, bis ich abhaue nach Belgien. Aber ich glaube, da war ich wieder weg. Oder wo war ich jetzt stehen geblieben? Sorry. Die Spiele bei der U23. Da habe ich dann viel bei der Trainingslager Türkei. Weil, was du meintest, also du bist dann vorher schon ins Trainingslager, hast du gesagt? Genau. Mit der ersten Mannschaft. Genau. Und dann habe ich viel U23 in diesem halben Jahr gespielt. Ich bin ja im Winter gewechselt. Dann war Sommer. Hat es dich aber gestört, dass du bei der U23 so viel gespielt hast? Nee, gar nicht. Also so, einfach Eingewöhnung und ja, so. Ja, erstmal das und zweitens, du brauchst ja Spiele. So, wenn du bei der ersten jetzt im Moment nicht spielst, so, dann brauchst du ja Spiele. Ja. Weil auch wenn du nicht spielst, ist Katastrophe. Vor allen Dingen in dem Alter. Ich war ja immer noch jung. So, ne? Ich bin ja 20, 21 gewesen, noch sehr jung. Und du brauchst Spiele. Und dann war Sommer. Das heißt, ich wurde 18. Ende. Okay. Dann war Trainingslager. Eigentlich müsste ich jetzt langsam hochkommen. Jetzt bin ich 18. Jetzt. Lager wieder. Neue Saison. Ja. Wie kamst du dann rein? Warst du im Kader gewesen? Hast du auch gespielt? Ich oder? War dann sehr viel im Kader. Aber ich habe nicht so wirklich meine Einsatzminuten bekommen. Ich wurde dann mal für 2 Minuten eingewechselt. Mhm. Gegen Gladbach, glaube ich, mal ein bisschen länger. Für 5, 6 Minuten. Oder, also nie lange so, weißt du. Und ja, so. Ich war oft dabei, ich war gut im Training, ich habe gut trainiert, ich war aber... Aber irgendwie hast du nicht so die... Ich habe nie so, weißt du, diese Chance bekommen, so, weißt du, oder was willst du 4 Tore in 2 Minuten machen? Wie war Verhältnis zu Paul? War immer so okay, sage ich auch bei mir, okay. Aber Digga, ich trainiere die ganze Zeit mit, ich bin stabil und so, ich spiele gut, passiert nichts. Schon ein bisschen angespannt und schwer. Angespannt, okay. Ja, oder, also... Macht er deine Spielweise nicht, oder? Ja, stimmt, bei mir macht er mich macht er auch nicht. oder deine Einstellung oder was auch immer. Ich hatte eher schon so das Gefühl, dass er dass ich auch nicht so wirklich in sein System reingepasst habe, weißt du. Er war schon so eher einer, der sehr defensiv gedacht hat, weißt du. Was so für ihn war erstmal das Wichtigste, zu Null zu spielen, kein Gegentor zu bekommen. Und damals lief halt auch gut, muss man sagen. Er hat Erfolg damit gehabt, weißt du. Er hat vorne dann Kalou und Ibisevic gehabt und die haben dann irgendwie ein Tor gemacht oder zwei, 1-0 gewonnen, 2-0 gewonnen und so haben wir, oder wir waren nach der Hinrunde Dritter. War krass. Hertha, heftig. Ja, und Berkan, das kann man nicht wirklich bewerten, Digga. Der kam wirklich zu uns U23 runter und dann hat er halt keinen Bock gehabt, so. Und er ist nicht zurückgelaufen und so, aber ein geiler Linksfuß auf jeden Fall gewesen. Geiler Linksfuß, geile Flanken. Wir haben sogar ein geiles Tor zusammen gemacht. Dann war so, dass wir dann im Winter, also ich hatte dann so 2, 3 Einsätze, aber nichts Besonderes. Kurz halt, DFB-Pokal auch nochmal ganz kurz, aber nichts Besonderes. Hast du in der Zeit eigentlich so, muss ich fragen, weil wenn jemand nach Berlin kommt, Berlin ist ja auch dafür bekannt, sage ich ehrlich. Janis spielt. Auch für Profis, die auch dann mal weggehen und so. Du weißt, so Nachtleben und sowas in Berlin. Ich weiß, was du meinst. Ich muss aber ehrlich sagen. Also warst du so ein Typ, der auch mal ab und zu mal weggegangen ist? Ich war schon, also klar, normal. So mit deinen Kumpels oder mit ein paar Spielern, du gehst gerne mal so raus, aber nicht viel. Also ich bin einer, der auch sehr gerne einfach alleine zu Hause ist. Okay. So weißt du, dann... Achso, war deine Mutter eigentlich? Ist, nee. Diesmal hat deine Mutter nicht mitgekommen? Nein, diesmal meine Mutter ist nicht mitgekommen. Sie ist zurück nach Gladbach gegangen. Und ich bin dann... Ich glaube, mit Sinan warst du so 3, 4 Mal feiern oder so. Alleine nach Berlin gegangen. Echt so? Okay, krass. So, das war so dann das erste Mal, dass ich alleine irgendwo war. Kam's klar, aber? Oder? Ja. War in Ordnung? Ja. Also kochen schwer. Wir hatten ein richtig gutes Party-Squad in unserer Mannschaft, Digga.
Sag ich ehrlich, Bruder. Bestellt immer oder mal essen gegangen, oder? Oft, Bruder, in Berlin, du hast halt auch krasse Sachen, yeah. Bruder. So Sushi, asiatisch und, Bruder, krass. So. Also das war nie ein Problem. Ja. Außer für Geld. Ich schwöre, jede Woche, jedes Spiel. Es ging nur darum, ob wir unentschieden spielen oder gewinnen. Heißt, wir geben den Club. War voll crazy. Problem aber, Bruder, so, weißt yeah. du, ist schon teuer. Ist so, wenn du immer essen gehst, ist ja. teuer, Bruder. Aber, Bruder, ich kann nicht kochen, Bruder. Ich kann gar nicht kochen, Bruder. Ja. Okay. Ist so. Ja, dann, wo war ich stehen geblieben? Ja, hast du die Spiele, also du warst so viel im Kader gewesen? Nicht wegen Punktträger, auch wenn man verliert, kann man noch nicht in den Club gehen, wenn man da gesehen wird als Fußballer und so. Ein bisschen gespielt. Ja, aber wirklich. Aber also eher nicht, dass du nicht viel dazu Bruder. Passt. So, du, ja, so, okay. also so, das hat mich auch gestört, weil ich habe eigentlich wirklich gut trainiert, ich war fit. Mhm. Und ja, dann war Winter, Trainingslager, Mallorca. Und davor da war ich, glaube ich, im Zimmer mit Sinan. Und da wurde Sinan gefickt. War ich da im Zimmer mit Sinan oder mit wem war ich? War ich mit Arne? Ich glaube, ich war mit Sinan im Zimmer. Oder mit Momo. Einen von beiden. Dann, Vorbereitung lief überragend für mich. Wirklich, ich habe richtig gut gespielt. Kalou ging dann zum Afrika Cup. Mhm. Er war nicht da für die ersten Spiele. Und da wurde mir schon so signalisiert, okay, du wirst deine Chance bekommen, du wirst... Die ersten Spiele, du bist dabei, du hast die Chance, krass. Auch mal von Anfang an zu spielen und so. Okay. Und diese. Da werden die Karriere ins Rollen gekommen, endlich. Ja, Bruder, dann waren wir erster Tag in Trainingslager. Abschlussspiel, kurz bevor Trainer abgepfiffen hat, jemand fällt halt auf meinen Fuß, Bruder, ich falle in die andere Richtung, ich höre nur so boah. Diese klack, klack, klack. So, ich merke schon. Oder war Syndesmose war schon angerissen und drei Außenbänder gerissen. Boah. Bei mir ist Syndesmusband angerissen und ein Außenband gerissen. Außerdem von Prime. Also ich hab das ähnliche so. Oh shit. Aber Syndesmose heißt gefickt erstmal. Ja, und genau da, wo du. Aber er wurde sogar operiert, das weiß ich noch. Wo eigentlich so, Bruder, ich war schon mit dem Kopf, okay. Vielleicht spielst du einfach. Ja, so, es geht bald los, so, du wirst deine Chance bekommen. Mhm. Dir wurde das auch wirklich so signalisiert, so wo das dann mit dieser Verletzung passiert ist. Die haben auch gesagt, wir haben keine Spieler mehr, wir haben Probleme. Mhm. So, also ich hätte wahrscheinlich schon meine Chance bekommen so, und ich war auch so vom Kopf her, okay, jetzt so, meine Chance ist da, ich muss sie nutzen. Ja, und dann passiert sowas, Bruder. Dann bin ich erster Tag, ich bin direkt Krankenhaus, damit erstmal. Ja, sowas fickt einen so, Alter. Bruch aus wie nennt man das? Ausgeschlossen wird. Ausgeschlossen wird. Weil, Bruder, dieser Fuß, der war in irgendwelche Richtungen, Bruder. Echt, ja? Weil diese Bänder, weißt du, die halten ja alles zusammen, mhm. und dann musst du erstmal Bruch, so ist ausgerenkt und so diese. Boah. Und ja, dann haben die mir Gips dran gemacht, Bruder, ich bin Rollstuhl nach Hause geflogen, nach Berlin, wow. diese. Komm, man denkt ja, Sinan Kur mit 18 zu Bayern gewechselt, Alhamdulillah, sein Leben ist super. Aber hört man, was die alles, also was man für eine Scheiße durchmacht, also wie scheiße es einem geht. So, du denkst die ganze Zeit nur, du willst spielen, dann ist das, dann bist du deswegen gefickt, dann kommt das und fickt dich. Aber dann wechselst du, hoffst, dass da gut geht, du wirst runtergeschickt, da spielst, kannst du nicht gut spielen, wenn die Liga scheiße ist. Und dann kriegst du die Chance, oder du sollst die Chance bekommen, weil Kalou Afrika Cup ist, durch irgendwelche random Sachen. Boah, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Was passiert? Du verletzt dich wieder und bist nochmal gefickt. So, und man dachte, ja, Sinan Kurt wird... So ein Thomas Müller mäßig so. Einfach so ein richtig krasser deutscher Spieler. Und Marco Reus, sowas. Ja. Und das ist nicht man dachte, sondern die ja auch. Seine Familie, er selber. Die denken, der hat was richtig Fettes vor sich. Geile Karriere. Holt vielleicht mal ein Champions League, träumt davon. Gabriel dann schon für den Prime. Aber er kann es einfach nicht verwirklichen wegen irgendwelchen scheiß random Sachen immer. So. Wechsel zu Bayern war halt komplette Fehlentscheidung. Ja, im Nachhinein kann man sowas einfach sagen, aber die Aspekte, die er genannt hat, das ist auch nachvollziehbar. Gutes Training auf Top-Niveau, bla bla bla. Ist auch gut. Ich glaube auch nicht, dass er das ändern, dass er jetzt rückgängig machen würde. Kurz danach wurde ich auch operiert sofort. Okay. Ich glaube, zwei Tage später wurde ich operiert. Was, ja, Bruder, dann Operation, Reha. Oder für Kopf auch wieder schwer, mhm. weil du musst dir vorstellen, von okay, du kriegst eine Chance, du wirst vielleicht spielen, zu Reha, Bruder. Du hast mit keinem, du bist für dich allein in der Reha, diese. Das heißt, erstmal, selbst wenn du wieder fit bist, nach OP, heißt gefickt, warte mal, 5-6 Monate, nach 6 Monaten bist du wieder fit, trainierst wieder, bist aber wieder bei Null. Du warst davor bei 80%, weil du fast gespielt hast.
Jetzt bist du aber wieder bei null. Und in der Zwischenzeit kamen drei andere junge Spieler hoch, die genau auf deiner Position sind und auch gut sind. Top. Dann hast du einfach so ein Jahr wieder verschenkt. Nur weil du dich verletzt hast, wofür du nichts kannst. War auch nicht einfach. So krass. Und ich muss auch sagen, von dieser Verletzung, weil die hatte auch ein bisschen Komplikationen. Ich hatte dann nochmal so ein Knochenmarksödem. Meine Narbe ist nochmal irgendwie aufgegangen, hat sich entzündet, weil sich ein Faden nicht vernünftig aufgelöst hat. So, ich hatte immer wieder Probleme mit meinem Fuß. Mhm. Dann war das meine erste große Verletzung. Das heißt, ich war richtig unsicher. Du weißt, wenn man sich das erste Mal wirklich heftig verletzt, du bist voll im Kopf, voll vorsichtig. Du willst nichts zu früh machen. Mhm. So, und Bruder, ich war mit allem drum und dran, ich glaube, 7 Monate raus. So war sehr lange, wo ich, wie ich raus war. Ja, 7 Monate. 6 Monate, ich weiß nicht ganz genau. Ja, und die Verletzung, die hat mich schon so ein bisschen zurückgeworfen. So, ich habe mich nie wieder so wirklich davon erholt. Man verliert auch viel wobei Zeit. Wobei ich dann, dann nochmal in so ein... 7 Monate in diesem jungen Alter bei Fußballerjahren sind sehr, sehr lang. Vor allem, wenn du es noch nicht... Wenn du davor schon gut gespielt hätte, 5 Tore gemacht hat und so, dann ist kein Problem, dann ist er wieder verletzt. Dann ist er wieder fit, kommt wieder, wird langsam angeführt und die wissen, der funktioniert dann wieder. Aber so ist ganz, ganz schlimm. Trainingslager, also ein Personal-Trainingslager nach Frankfurt gegangen bin über meinen Berater, wo ich 6 Wochen war, der mich dann nochmal, weil ich diese Fitness wieder gebraucht habe, der mich dann nochmal so richtig fit gemacht hat. Aber guck mal, bei Flo Wirtz sogar 10 Monate, aber bei Wirtz weiß man ja, der hat davor rasiert. Der ist verletzt, aber wird dann wieder spielen und so. Das ist ja alles easy. Aber wenn du so einer bist, du bist ein krass Talent, du weißt, es könnte da und da hingehen und ich muss nur spielen und es der Welt zeigen, wie gut ich Fußball spielen kann, aber dann verletzt du dich und kannst es nicht zeigen, danach bist du halt wieder auf Null. Und der Verein denkt wieder, okay, dann ist er doch nicht. Dann nehmen wir halt den anderen. Aber ich bin dann auch wirklich sehr fit zurückgekommen. Es geht so schnell. Maximum fit, oder? Ich war wirklich auf wirklich gutem Level. Aber so, ich hatte so das Gefühl, okay, so Pardai hat so damit abgeschlossen, so mit mir, so ist vorbei, so diese. Ja, und dann wollte ich auch von da weg. War halt aber auch nicht einfach, was zu finden, weil du warst verletzt, dann hast du auch nicht viel gespielt und so, war halt wirklich sehr schwer. Und ja, dann bin ich nach Österreich gegangen, Bruder, um einfach, weil da wusste ich, ich spiele. So. Nichts mehr von, ich meine, erste Bundesliga. Ja, du hast nicht viel gespielt, aber du warst trotzdem oft im Kader gewesen und so. Ja, trotzdem schwer. Aber trotzdem kam nichts mehr aus der ersten oder zweiten Bundesliga. Schwer. Ehrlich? Ja. Nicht Türkei mal zweite? Hätte man noch machen können. Ich dachte, safe zweite, aber ich wäre zweite nicht gegangen an deiner Stelle. Smokey dann für 6. Aber ich wollte in dem Alter noch nicht in die Türkei, so war man zu jung. Ja. Weißt du? Und dann habe ich diese Österreich, das war ja, ich bin ja dann mit denen aufgestiegen, also das war noch Österreich zweite Liga und wir sind dann in die erste Liga aufgestiegen. Okay. So, dann war eigentlich auch geplant, dass ich da... Bei Admira Wattenscheid, glaube ich, war ja irgendwas von Swarovski, dieser Verein. Vincent, danke für 11. Da bleibe aber dadurch, dass die noch Verträge hatten mit vielen Ausländern und die da eine Ausländerregelung haben, ist das nicht zustande gekommen. Tirol. Aber da hast du auch nicht, da hast du gerade auch nicht richtig... Ich habe gespielt, also durchgehend eigentlich fast, also ich habe meine Spiele gemacht so, aber... Bruder, das war wieder dieser Fußball, so, wo da viele lange Bälle und so wirklich. Also nicht dein Spiel. Ja, nicht so wirklich, wo ich zeigen kann, so, was mein Spiel ist. So war halt schwer, Bruder. Und muss ja auch ganz kurz mal auch mit der von Hertha, also von Bayern zu Hertha und dann von Hertha nach Österreich ist ja auch vom Geld her bestimmt. Ja, Bruder, auf jeden Fall natürlich. Du hast viel weniger verdient und so. Aber wie war das für dich? Aber komm. Ich sag, Österreich, das war ja ein reicher Verein, ne? Digga, also ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube so 8.000 jetzt. Zweite Liga. 25.000, das ist verrückt. Ich sag 8.000 oder so. Also weil das ist ja ein Verein, der auch viel Geld hat. Irgendwas mit der Tochter von Swarovski gehört der Verein oder so, hat er mir mal erzählt. War okay für dich? War okay, also... So, Player. Natürlich nervt, aber... Ja, natürlich, du verdienst natürlich lieber mehr Geld oder jeder verdient normal, lieber mehr Geld, ist ja klar, aber es war jetzt nicht für mich so, boah, jetzt höre ich mit Fußball auf, weil ich verdiene jetzt nicht genug Geld so, oder weil Fußball ist für mich immer noch Hobby und Spaß macht Spaß und, oder so. Ich, wenn mir keinen Spaß machen würde, ich würde kein Fußball spielen. Mhm. Und dann bin ich von da weg. Nach Österreich, was war dann? Oder dann war Cut,
dann... Komplett-Cut? Ja, Bruder, dann war ein Jahr erstmal nix. Ich war in der Türkei, ich habe bei Mannschaften mittrainiert, aber ich hatte... Erzähl mal, wie schnell es jetzt bergab ging. Nordu war ich, PTT, zweite Liga. Ich habe bei Mannschaften mittrainiert, aber ich hatte... Alto Nordu war ich, PTT, zweite Liga. Mhm. Da habe ich mittrainiert, aber da gab es Probleme wegen meinem Pass, weil ich hatte damals noch nicht doppelte Staatsbürgerschaft, nur deutschen Pass. Dann war ich so bei dem Verein da und dann hat das nicht geklappt. Dann bin ich da bei mir in der Nähe in meiner Heimat SV Strahlen, bin ich da, war ich für Regionalliga. Regionalliga. Alter. Da war ich aber nicht lange, 2-3 Monate. Einen Monat raus und dann, so mit dem war aber vereinbart, so wenn irgendwas kommt, so was höherklassig ist, dann kann ich das machen. Und dann kam halt die Geschichte mit Slowakei. Ja, ich würde sagen, der war in der Slowakei auf einmal. Der war auf einmal, als ich Slowakei war, war er auch auf einmal in Slowakei. In den Profi, was wir alle durchgemacht haben, ist echt geil. Ja, Mann. Wo deutsche Investoren in den Verein eingestiegen sind. Und das war erste Liga Slowakei. Oder dann habe ich mir gedacht, okay, mach das, weil da sind 10 deutsche Spieler hingegangen. Mhm. Das heißt, ich wusste, ich bin auch nicht so alleine da, nur mit Slowaken. Ich habe nicht gegen ihn gespielt, leider. So, sondern da sind noch 10 andere deutsche Spieler. Ja, Bruder, dann war ich in der Slowakei. Da war aber, Bruder, das war komplett Film. Weil echt? Ich habe ein Monatsgehalt bekommen. Danach sind Investoren wieder abgestiegen, also weg aus Slowakei, die sind raus, ausgestiegen. Die also alten Investoren kamen wieder, Bruder, und ich bin jetzt noch vor Gericht. Immer noch jetzt? Ja, Bruder, immer noch. Boah. Warte ich auf Geld. Wie lange ist das her? Bruder, 2 Jahre? Nee. Nee. Anderthalb? Anderthalb, ja. Wow, okay, krass. Ja, war krass. Also ich bin dann da, ich habe den Vertrag dann aufgelöst einseitig. Wenn du irgendwie 2 oder 3 Monate kein Gehalt bekommst, kannst du das machen. Mhm. Bin dann von da weg. Ja, und dann war auch wieder, oder wieder war nicht. Film. Ja, war wieder nicht. Dann war ich wieder in der Türkei mit ein paar Vereinen. Und eigentlich war gar nicht der Fehler Bayern. Ich sag, Hertha war der Fehler. Sorry. Er hätte nicht zu Hertha gehen dürfen. Ja, jetzt bin ich... Werden wir direkt runtergeschickt in die U23. Herzlich willkommen bei Hertha, runter mit dir. Bab. Spiel mal in der Region aus, mal gucken, was du kannst. Nichts? Okay, dann nicht. Ich sag, Jude Bellingham würde in die U23 gesteckt werden bei Hertha. Halt in der Türkei gelandet, bei Karabakh. Du bist noch nicht so weit, muss erstmal älter werden. Mann. Welche Liga dritte ist das? Dritte Liga, aber das ist vierte Liga. Die heißt dritte Liga, ist aber vierte Liga, weil Super League, PTT, also erste Liga, zweite Liga, dritte Liga. Mhm. Da bin ich jetzt. Und wir sind gerade Erster, wollen unbedingt aufsteigen. Puh, schon krass. Jetzt, wo? Welche Liga dritte ist das? Liga. Ja, jetzt bin ich halt in der Türkei gelandet, bei Karaman. Welche Liga dritte ist das? Liga, aber das ist vierte Liga. Die heißt dritte Liga, ist aber vierte Liga, weil es Super League ist. Vierte türkische Liga, Alter. PTT, also erste Liga, zweite Liga, dritte Liga. Mhm. Da bin ich jetzt. Und wir sind gerade Erster, wollen unbedingt aufsteigen. Puh, schon krass, ey. Wenn man sich überlegt, Bruder. Riesen Talent. Gladbach. Maybe Delay, deutsche 9. Liga. Bayern. Ja, tut mir so leid. Ja, also, das ist krass. Also, es ist krass, wie man gefickt wird. Und dann überlegt mal, wegen was? Wegen so Sachen wie Helikopter, weil die scheiß Medien da aus irgendeiner Scheiße draus machen. Solche Sachen. Sowas fickt einfach deine Karriere. Weil, nur weil du sowas. Keine Ahnung was. Digga, lass Leute im Urlaub machen, was die wollen. Wisst ihr, was Fußballer im Urlaub machen? Es ist geisteskrank. Ich bin ja immer an so Orten, wo nur Fußballer sind. Was die da fabrizieren. Damn! Hertha? Also ist schlimmer, an einem Tag in einen Poolclub 20.000 auszugeben oder für 2.000 Euro irgendwo hinzufliegen mit einem Helikopter mit seinen Jungs. Für 2.000 Euro den Helikopter. Ist nicht mal ein bisschen schlimm. 500 pro Nase ist wie ein Flug. Oder was die Leute, die fragen mich, wie alt bist du, die denken, ich bin schon über 30, oder ich bin 26. Was? Das Ding ist halt, die deutschen Medien sehen ja nur das Neue. Der gilt als Jahrhunderttalent oder als krasses Talent, kommt zu Bayern für 3 Millionen, spielt nicht direkt, aber geht mit seinen, was sie dann sehen, hat sich teure Klamotten, dann kommt der Helikopter noch dazu und ist gefundenes Fressen. Das macht die einfach fest und dann haben sie so ein Bild, der ist jung, ruht sich darauf auf, dass er viel Geld verdient und jetzt denkt er, er ist der Überstar, sowas. Einfach sowas legen die dir in den Mund.
Das ist so krank. Abschließend so, wie gehst du jetzt mit dieser ganzen Sache wirklich mal um? Ich meine, es ist ja riesen viel bei dir passiert. Ja, Bruder, aber ich bin ist ein Typ. Ist das so schnell passiert, bestimmt? Ja, warum? Ja, Bruder, ich bin auch eh nicht so ein Typ, der in diese Vergangenheit echt? Guckt. Nee, Bruder, gar nicht. So, und das ist auch wirklich alles so schnell passiert, Bruder. Du hast das gar nicht so wirklich in deinem Kopf drin. Mhm. So, für mich geht's einfach weiter. Ich spiele weiter Fußball. So, ich guck, was geht. Mir macht Fußball Spaß, Bruder. Ich spiele weiter Fußball, solange es geht, solange mein Körper hält. Mhm. Spiele ich Fußball und. Ja, Bruder, mal gucken, was noch geht. Jetzt vielleicht, ich hoffe, wir steigen auf. Mhm. Ist schon mal eine Liga höher. Dann versuche ich ein gutes Jahr zu spielen. Hoffentlich, Bruder. Ich wünsche dir viel Erfolg auf jeden Fall. Dann mal schauen, was noch geht. Ja, ich mache mir jetzt auch keinen Druck irgendwie, dass ich jetzt sage, ich werde nächstes Jahr Super League spielen oder so. Okay. Ja, ja, ist, ja. Muss man auch wieder, muss man ehrlich sagen, auch wieder von, nicht von null, aber Bruder, schon von tiefer. Bruder, ja. Wirklich, ja, okay. Ist so. So, muss halt wieder aber so. Aber gut, das ist auch machen. Selber so. Ja, normal. Oder ist ja klar. Aber ist halt so. Na gut, wow, also danke erstmal, Bruder. Kein vielen, Problem. Vielen Dank, wirklich, Dankeschön. Mhm. Ich habe selber sehr gespannt zugehört, hast du, glaube ich, gemerkt. Wir waren auch oft sehr in übertriebenen Redefluss. Mhm. Es war für mich ein Pleasure. Lena, Dankeschön für 6 Monate. Jetzt Matti, danke für Prime. Was Pleasure auf Deutsch? Ehre. Eine Ehre, genau, das mit dir zu machen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wirklich vielen, vielen Dank. Ja, Leute, das war Sinans Geschichte. Wir wünschen dem Jungen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, wie gesagt, lasst gerne Liebe da. Abonniert den Kanal. Auf jeden Fall Dankeschön. Und ja, bis dann, bis zum nächsten Mal. Danke, Sinan. Kein Problem. Und falls euch sowas gefällt, geht drüber auf Bilos Kanal. Da sind noch ein paar andere Stories, auch meine unter anderem. Girl, what's your sign? Girl, you light me up.